Raum, aber auch beim Livestream bei Voices for Climate, eine Ringvorlesung über die Klimakrise. Ob Studi, MitarbeiterInnen, Dekanin, sogar Mitglied des Präsidiums, wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen hier sind und sogar Menschen, die nicht in der Hochschule sind. Und ja, wir wollen gemeinsam lernen und gemeinsam diskutieren und deswegen bieten wir in diesem Rahmen der Veranstaltung das Du an. Und da wir beide euch durch diese Veranstaltung moderieren werden, stellen wir uns auch kurz vor. Mein Name ist Mi, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Internationalen Studien- und Sprachenkolleg der Uni Mainz und studiere berufsbegleitend Bildung, Nachhaltigkeit und Transformation an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und bin seit 2019 bei den Students for Future aktiv. Ja, mein Name ist Timo Graffi und ich bin der Projektkoordinator vom Zukunftsmodul und auch von dieser Vorlesungsreihe hier. Und genau, habe auch noch eine Stelle beim Vizepräsidenten für Studium und Lehre in der neuen Koordinationsstelle Sustainable University. Und ja, das Zukunftsmodul, das ist ein Projekt, was Mi, ich und Christian Große ins Leben gerufen haben. Und unser Ziel ist es damit, Klima- und Nachhaltigkeitsbildung interdisziplinär zu verankern. Und wir freuen uns, dass wir da zusammenarbeiten mit Studierenden, mit Dozierenden und natürlich mit der Hochschulleitung. Und ja, das Schöne ist, wir haben letztes Wintersemester mit unserer ersten Vorlesungsreihe Visions for Climate gestartet und es geht jetzt dieses Semester weiter mit Voices for Climate und wir haben wieder ganz viele spannende Perspektiven, aber dazu später mehr. Wir freuen uns jetzt auf ein kurzes Grußwort von Professor Dr. Stefan Joly. Er ist der Vizepräsident für Studium und Lehre und das Zukunftsmodul ist eins von vielen Projekten, die er unterstützt und wir können uns glücklich schätzen, dass er die Dringlichkeit der Klimakrise verstanden hat und es an unserer Hochschule voranbringen möchte. Stefan, komm doch gerne auf die Bühne. Einen großen Applaus für Stefan Joly. Ist es an? Das scheint zu funktionieren. Okay. Ja, liebe Gäste, liebe Studierende, es ist eine Vorlesung, also sage ich Studierende schon an erster Stelle. Es ist ein ungewöhnlicher Tag, es ist wirklich ein besonderer Tag. Ich freue mich, dass natürlich, dass so viele hier sind, in Präsenz hier sind, auch noch im Stream hier sind und das auch später noch aufgezeichnet verfolgen werden. Das ist sensationell, das ist ungewöhnlich, dass sich so viele interessieren für eine Veranstaltung unserer Universität. Es sind schon oft viele, aber so viele sind es doch ganz selten. Ungewöhnlich und außergewöhnlich ist natürlich die Eröffnungsrednerin dieser Veranstaltungsreihe. Und es freut mich sehr, liebe Luisa Neubauer, und ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie heute hier sind, zu uns sprechen, mit uns diskutieren. Sie sind das Gesicht einer ganzen Generation, kann man sagen. Sie stehen natürlich viel mehr noch als alle anderen Vortragenden in diesem Semester. Sie stehen für die mit Abstand größte Mitgliedsgruppe unserer Universität, dieser Universität, aller Universitäten, für die Studierenden. Und es ist nicht mehr als recht, wenn es auch außergewöhnlich ist sozusagen, dass eben der jungen Stimme das erste Wort in diesem Semester gehört bei diesem Thema. Als Autorin, als Publizistin und Diskutantin haben gerade Sie deutlich aufgezeigt, dass die Klimakrise und Kommunikation und Handeln in der Klimakrise auch ganz wesentlich ein intergenerationelles Thema ist. Danke dafür, gerade dafür. Und ungewöhnlich ist auch heute, dass das Präsidium der Universität zu einer Lehrveranstaltung begrüßt. Es ist mir allerdings ganz persönlich ein ganz außergewöhnlich großes Anliegen, das hier zu tun. Im Namen des ganzen Präsidiums tue ich das. Heute starten ganz regulär an dieser Universität und vielen anderen im Lande die Lehrveranstaltung des Wintersemesters. Und passend dazu findet eben auch heute diese erste Veranstaltung der Voices for Climate statt. Die Vorlesung über die Klimakrise, dieses sollte man eigentlich groß schreiben, fett setzen, auch wenn es sich nicht eben die einzige Veranstaltung an der Johannes-Gutenberg-Universität zu dem Thema handelt, sondern weil sie als innovative Ringvorlesung einen besonderen Überblick, einen besonderen Rahmen, andere Einblicke eröffnet und sozusagen unser Leitstern in dem Thema ist. Und es geht bei der ganzen Sache ja um viel, viel mehr als um eine Vorlesungsreihe. Es geht um Bildung. Es geht um Bildung für das 21. Jahrhundert. Und der eine Gedanke sei mir sozusagen inhaltlich erlaubt. Es ist einerseits, was wir alle nennen und im Munde führen, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Education for Sustainable Development, was wir hier machen mit diesem Projekt Zukunftsmodul. Unser Zukunftsmodul, zu dem diese Vorlesung gehört, ist ein Baustein dafür, um eben BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, allen Studierenden anzubieten und zwar nach und nach
nicht als Add-on, als freiwilligen Zusatz, sondern möglichst breit und integriert in möglichst viele, viele Studiengänge jedes Semester angerechneter Teil als Zertifikat, als Bestandteil eines Masters oder Bachelors. Und dazu gehört eben neben dieser Ringvorlesung gehören noch viele Seminarangebote aus allen Disziplinen, aus Natur- und Sozial- und Geisteswissenschaften, auch aus dem künstlerischen Bereich, vieles zum Thema Nachhaltigkeit. Und dazu gehören dann auch Praxisprojekte, Hands-on-Handlungsmöglichkeiten selbst zu erproben für die mit der Gesellschaft, auch jenseits des Campus. Das gehört dazu. Und für mich ist daran eines entscheidend: Wenn wir als Universität den Begriff Bildung für nachhaltige Entwicklung ernst nehmen, müssen wir eigentlich so denken, dass das eine Tautologie ist, also ein weißer Schimmel, dass wir zweimal dasselbe sagen. Es kann keine Bildung geben, die nicht zugleich Bildung für die Entwicklung einer gerechteren, friedlicheren, freien Zukunft über Generationen und Kulturen und Grenzen hinweg ist. Und dies kann im 21. Jahrhundert, glaube ich, nichts anderes sein als eine Bildung für eine nicht mehr verbrauchende, sondern systematisch schonende und teilende Entwicklung unserer Welt. Es gibt kein Verständnis der größeren Zusammenhänge, keine Persönlichkeitsentwicklung, kein empathisches Menschsein, also keine Bildung, die Raubbau und Lebensgrundlagen als Handlungsmaxime anerkennt. Bildung als Weg zu zivilisatorischem Fortschritt, zu Frieden, zu gerecht verteiltem Wohlstand ist ohne Nachhaltigkeit schlicht nicht mehr zu denken. Und das Zukunftsmodul trägt im erheblichen Maße dazu bei, vor allem diese Vorlesungen, dieses Bildungsverständnis praktisch in Angebote zu überführen. Und da gilt mein herzlicher Dank natürlich allen, die hier vorangehen und vorangegangen sind und das wirklich auch bottom-up so erfolgreich bis zu diesem Punkt und jetzt noch weitertragen in unsere Universität. Dank an alle, die sich engagieren in der Vorlesungsreihe, im Zukunftsmodul, in dem im Entstehen begriffenen Zukunftszertifikat, im großen Modell sozusagen. Dank an allen Menschen, ja, bei den Students und Scientists for Future, im Zukunftsnetzwerk, in zahlreichen anderen Initiativen. Stellvertretend mein Dank auch an die beiden Moderatorinnen, die nenne ich nur stellvertretend, Timo und Mi seien hier genannt. Uns allen eine spannende erste Vorlesung, einen guten Start ins Wintersemester. Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank, Stefan, für diese herzlichen Worte. Als nächstes freue ich mich noch auf Professor Sebastian Seifert. Er zählt nicht nur zu den ersten Personen, die dieses Projekt ideell unterstützt haben, sondern durch seine finanzielle Unterstützung hat er am Anfang maßgeblich dazu beigetragen, dass wir quasi unsere Vision verwirklichen konnten. Kommen gerne auf die Bühne. Dankeschön. Ich versuche es kurz zu machen. Es kommt ja immer ganz gut, Wortbeiträge so wie diesen jetzt hier mit einem Zitat zu eröffnen. Ich habe heute Abend gleich 3 Zitate mitgebracht. Keine Sorge, sind kurz. Das erste Zitat lautet: Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle. Das zweite Zitat lautet: Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens und sind dabei zu verlieren. Und das dritte Zitat lautet: Jede weitere Verzögerung eines konzertierten globalen Handelns wird ein kurzes, sich schnell schließendes Zeitfenster verpassen zur Sicherung einer lebbaren Zukunft. Die ersten beiden Zitate stammen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres und das dritte ist aus dem zweiten Teil des 6. IPCC-Sachstandsberichts. Man kommt nicht mehr hinterher. Es erschlägt einen, es ist ja alles richtig. Wir alle sehen und fühlen auch, dass das alles zutrifft, wenn wir nicht tief in der Verdrängung sind und uns dem komplett verschließen. Und es lässt uns bisweilen ohnmächtig fühlen, handlungsunfähig, machtlos. Ich denke, was wir jetzt brauchen, sind Positivbeispiele. Beispiele für etwas, wo etwas funktioniert. Wo Menschen zusammenkommen, wo Ideen sich entwickeln, wo Synergieeffekte das Ganze beflügeln und am Ende Hoffnung aufkeimt. Und es gibt solche Positivbeispiele, etwa hier bei uns in Mainz, schon länger. Zu Zeiten von schwierigster Distanz- und Digitallehre wurde eine studentische WG in Mainz-Bretzenheim zum Sendestudio für bundesweite Klimabildung im Rahmen der Public Climate School. Und daraus erwuchs im Nachgang das Zukunftsmodul, das uns heute hier alle zusammengeführt hat. Das Motto des Zukunftsmoduls lautet: Wandel fängt durch Bildung an. Das ist gut und griffig. Aber es darf nicht damit aufhören. Denn es birgt auch eine Gefahr, nämlich die Gefahr eines Feigenblatt-Effekts.
So stolz wir auch auf das Erreichte sind und so froh ich auch beispielsweise bin, welch hohes Standing das alles bei unserer Hochschulleitung hat, so ist doch gleichsam auch richtig, dass wir dadurch erstmal kein einziges Gramm Treibhausgase einsparen. Wieder aber gibt es eine Sache, die mir Hoffnung macht. Das habe ich in meinem eigenen Beitrag im letzten Jahr zum Zukunftsmodul auch schon gesagt. Und das steckt auch drin in dem Leitmotiv des Zukunftsmoduls in diesem Semester. Timo, du hast es gerade schon gesagt, das Leitmotiv des Zukunftsmoduls ändert sich von vormals Visions for Climate hin zu Voices for Climate. Wir kommen also von den großen Visionen und Ideen, die wir natürlich brauchen, hin zu den Voices, zu den Stimmen. Da wird es schon mal konkreter. Und diese Stimmen, die stammen von Menschen. Und die sind es, die mir Hoffnung machen. Die Menschen, die du triffst, wenn du im Klimaschutz aktiv wirst. Sind Menschen, die engagiert sind. Menschen, die offenherzig sind. Menschen, die mitfühlend sind. Die dir auch keine eigensinnigen Hintergedanken unterstellen, wenn du mal Vorschläge machst, sondern sie trotz aller schlechter Aussichten nichtsdestotrotz Optimisten und Idealisten sind. Und wenn sie das nicht wären, dann würden sie sich einfach in Fatalismus ergehen. Und ich denke, das ist, was wir brauchen. Wir brauchen mehr aktives Engagement und mehr Optimisten und Idealisten. Fühlt euch, fühlen Sie sich ganz herzlich dazu eingeladen und auch aufgefordert. Wir brauchen jetzt alle. Alle, die dafür noch erreichbar sind. Danke, dass ich das kurz sagen durfte. Ja, vielen Dank, Sebastian. Die unter euch, die schon im letzten Wintersemester bei Visions for Climate dabei waren, die wissen, was jetzt kommt. Nämlich unser künstlerischer Impuls. Und dieses Mal ein bisschen anders. Es gibt ja einen neuen Namen von der Vorlesungsreihe, der gibt ja einen Hinweis darauf. Und als erste Stimme haben wir die rheinland-pfälzische Vizemeisterin 2021 und 2022 im Poetry Slam. Ja, vielen Dank, Mi. Du hast ja. Ja, dieses Gedicht habe ich 2019 für eine Klimademo geschrieben und es handelt unter anderem von der Flucht meiner Eltern vor über 40 Jahren. Und das Thema Krieg und Flucht ist aktueller denn je und ich möchte Solidarität mit den Menschen aussprechen, die tagtäglich Unterdrückung, Hass und Terror erleben und auch dafür kämpfen, den Krieg zu überwinden, um in Frieden zu leben. Und in diesen Zeiten muss die Menschlichkeit siegen. Deshalb möchte ich dieses Gedicht in Gedanken an alle Menschen vortragen, die weltweit davon betroffen waren und es sind. Kommt noch die Folie? Ich starte trotzdem schon mal. Hallo, mein Name ist Mi und ich bin Klimaaktivistin. Bin noch nicht so lange dabei und trotzdem ganz tief drin. Und ich werde nicht aufhören, bis sich was tut. Werde weiterhin stören und meine Wut in Energie umwandeln. Denn jetzt ist es Zeit, endlich zu handeln. Und ich verstehe es nicht, was der Mensch noch für Zeichen braucht, wo jetzt schon die Erde brennt und raucht, wo jetzt schon Menschen ihre Heimat aufgeben, weil es nicht mehr möglich ist, dort zu überleben. Wisst ihr, wie es ist, auf der Flucht zu sein? Stellt euch das vor, es macht euch ganz klein, egal wie groß ihr in der Heimat doch wart, ihr fangt ganz von vorne an, in einem neuen Staat. Sich das vorzustellen ist gar nicht mehr so leicht, weil die Tatsache dem schlimmsten Albtraum gleicht. Meine Eltern haben es selbst erlebt, denn Vietnam hat in ihren jungen Jahren gebebt, als sich Völker, die sich einst mal liebten, wegen fremden Weltmächten einander bekriegten. Die Schlacht selbst mussten sie nicht führen, allerdings bekamen sie die Konsequenzen zu spüren. Denn sie waren die Verlierer. Ihnen wurde alles verwehrt, ihnen das Gefühl gegeben, sie seien nichts wert. Natürlich sehnt man sich dann nach Menschlichkeit. Deshalb war es auch nur eine Frage der Zeit, bis der Gedanke entstand, zu fliehen aus dem geliebten Heimatland. Stellt euch mal vor, wie es für meine Großmutter war. Sie befand sich in einem Dilemma, denn ihr war es klar, für ihre Kinder hätte es dort keine Zukunft gegeben. Bei einer Flucht aber wusste sie nicht mal, ob ihre Kinder es überhaupt überleben. Und jetzt entscheide dich. Lässt du sie gehen? Oder nicht. So oder so, dein Herz zerbricht. Die Geschichte meiner Eltern nahm mit viel Glück ein gutes Ende. Und für sie war die Flucht ein Moment der Wende. Aber so verläuft leider nicht jede Flucht. Boote gehen zu Bruch.
Boote gehen zu Bruch und Menschen ertrinken und mit ihnen werden ihre Träume versinken. Träume von einem besseren Leben, wo Menschen nach Gerechtigkeit streben. Träume von einer Zukunft in Frieden, wo Menschen sich nicht voller Hass bekriegen. Träume, die nun nie in Erfüllung gehen, weil wir Menschen anscheinend doch nichts von Liebe verstehen. Krieg ist also ein Grund für das Ergreifen einer Flucht. Was aber passiert, wenn die Natur nach Rache ruft? Wir zerstören sie seit Jahren Stück für Stück und ich glaube, jetzt schlägt sie gnadenlos zurück. Stürme, Tsunamis, Erdbeben und Brände zerstören in einem Augenblick die geliebten vier Wände. Das Zuhause, die Heimat, nichts ist mehr da, nichts ist mehr das, was es mal war. Binnen Sekunden wird alles vernichtet. Das also passiert, wenn die Natur uns richtet. Aber wisst ihr, was das Allertraurigste daran ist? Dass es längst schon passiert und vor allem die Falschen trifft. Es leiden am meisten die Ärmsten dieser Welt, sie können sich nicht schützen. Dazu fehlt ihnen das Geld, weil wir seit Jahrzehnten auf ihren Kosten leben. Natürlich schaffen sie es dann nicht, sich aus der Armut zu erheben. Ihnen wird dort alles genommen, damit wir hier alles bekommen. Das ist nicht fair und mir fällt es schwer, dann noch an die Menschheit zu glauben, wenn Menschen nur da sind, einander zu rauben. Aber ich halte daran fest, dass es das Gute im Menschen gibt und dass wir Gier und Hass überwinden, wenn unser Herz ganz ehrlich liebt. Nur sollten wir dafür auch offen sein, sonst erkaltet das Herz und wird zu Stein. Wir müssen wieder lernen, mit anderen zu leiden, anstatt des anderen Reichtum zu beneiden. Wir müssen wieder lernen, das Richtige zu schätzen und Menschenrechte aller als höchste Priorität zu setzen. Wir müssen wieder lernen, als Menschen zu handeln. Erst dann können wir die Welt zu einem besseren Ort verwandeln. Aber dafür brauchen wir dich, dich und dich. Denn große Veränderungen funktionieren nicht, wenn nicht alle das Licht am Ende des Tunnels sehen, wenn nicht alle gemeinsam diesen Weg gehen. Jede und jeder kann Großes vollbringen, vor allem dann, wenn Liebe und Hoffnung unser Tun durchdringen. Deswegen fasse Mut und werde laut, auch wenn du dich anfangs nicht traust, vertrau auf dein Herz, denn es merkt, wenn Menschen Unrecht widerfährt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Darüber reden, darüber schreiben, darüber singen. Mach es zum Thema der nächsten Diskussion. Vielleicht teilen andere deine Vision. Und schon bist du nicht mehr ganz allein. Fühlst dich dann auch nicht mehr klein und plötzlich seid ihr ein Verein und setzt euch dann für etwas ein, was aus deinem Gefühl entstanden ist. Und das ist eine Erfahrung, die du nie vergisst. In meinem Fall war es eine Hochschulgruppe, was sich als größte Veränderung in meinem Leben entpuppte. Durch Students for Future habe ich so viel gewonnen. Meine Angst, nichts verändern zu können, wurde mir genommen und mehr noch. Durch Zuspruch und Anerkennung habe ich noch mehr Hoffnung bekommen. Und ich bin so gespannt auf das, was die Zukunft noch mit sich bringt. Bin ganz aufgeregt und merke, wie mein Herz springt, weil es sich freut und nichts davon bereut. Und selbst bei den größten Problemen und den katastrophalsten Themen dürfen wir niemals denken, dass wir es nicht schaffen. Müssen es umso mehr zusammenraffen, denn mit der Einstellung fängt es an. Deswegen bin ich so motiviert und bleibe dran. Und ich weiß, dass in euren Herzen auch ein Feuer brennt. Aber vielleicht noch so klein ist, dass unser Kopf das nicht erkennt. Aber deswegen lasst doch den Funken überspringen. Denn nur so können wir Herzen zum Leuchten bringen. Und vielleicht denkst du gerade, ich bin noch nicht bereit. Aber ich sag dir, tu es jetzt, denn jetzt ist es Zeit für Klimaschutz und Gerechtigkeit. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommen wir natürlich aber zu dem Teil, auf den wir uns alle schon gefreut haben. Ich darf ganz herzlich Luisa Neubauer hier in Mainz begrüßen. Sie ist Klimaaktivistin, Mitbegründerin von Fridays for Future hier in Deutschland, ist Autorin, betreibt einen eigenen Podcast und macht noch ganz viel mehr. Und sie ist aber auch Studentin und macht ihren Master in der Uni Göttingen. Und so ein Fun Fact aus ihrer Vergangenheit, sie hat ihre Jugend in einem Fußballverein verbracht und spielt sehr gut Ping-Pong, also vielleicht könnt ihr sie nachher noch herausfordern. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist und uns in deinem Vortrag aufzeigst, warum das Zeitalter der fossilen Energien zu Ende geht und wie wir nicht die Hoffnung verlieren. Einen großen Applaus für Luisa Neubauer. Ja,
Ich freue mich ganz doll, hier zu sein. Ich muss einen gravierenden Fehler korrigieren. Ich kann kein Ping-Pong spielen, ich kann Bierpong spielen. Sorry, das bringt mich in Teufelsküche, genau. Aber ihr wisst, wo ihr mich findet. Genau. Ansonsten soll ich auch noch ganz lieb von meiner Mutter grüßen. Die habe ich auf dem Hinweg angerufen. Ich habe ihr erzählt, wo ich hingehe. Ich habe gesagt, ja, ich fahre nach Mainz. Habe dann noch so betont, so an die Uni. Und meine Mutter, wie so eine richtige Mom, sagt so, Luisa, nach Mainz? Aber ist das jetzt aber nicht deine Uni, ne? Und ich so, Mom, jetzt... Ja, also morgen findet ihr mich dann in Göttingen an meiner Uni. Schönen Semesterstart uns allen an der Stelle. Und als ich erfahren habe, dass man hier Credits kriegen kann, dachte ich so, damn it, ich hätte euch eine Lektüre mitgegeben, aber wir machen das am Ende. Dann können wir noch ein bisschen, genau, den Spirit mitnehmen. Ja, ich bin noch unsicher mit dieser Pool-Situation. Soll ich da stehen oder ist das egal? Das ist egal. Okay. Hier ist der Timesponder. Ah, guck mal, der Timesponder. Cool. Okay. Das Weiter-Klick-Ding. Stark, okay. Als ich angefragt wurde, hier zu sprechen, habe ich... Ah nee, eine Sache noch vorweg. Ich schicke die Folien nicht rum. Genau, mitschreiben. Als ich angefangen habe, oder als ich eingeladen wurde, hier zu sprechen, da hatte ich ganz, oder hatte ich mir direkt im Kopf überlegt, was ich sagen möchte, was ich erzählen möchte, was ich glaube, was wichtig ist. Gerade im Hinblick darauf, dass ich glaube, die Bildungsfrage wird in der Klimakrise oft unterschätzt tatsächlich. Nicht nur, weil wir informiert sein müssen, um zu handeln, sondern weil ich mehr und mehr feststelle, dass eine gewisse Heilung in der Erkenntnis liegt. Und ich glaube, Heilung ist etwas, was ganz dringend gebraucht wird in der Klimakatastrophe gerade. Und dann ist einige Zeit vergangen von der Anfrage, bis ich jetzt hier stehe. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen und in den letzten Tagen nochmal nachgedacht, warum ich hier bin und was wir besprechen müssen. Und ich glaube, oder ich habe mich umentschieden und ich habe festgestellt, ich glaube, wir müssen über das Aufgeben sprechen und wir müssen über die Ohnmacht sprechen und über die Hoffnungslosigkeit und über die Krisenmüdigkeit. Weil mein Eindruck ist, dass das der Moment ist, in dem wir gerade sind. Viele Menschen sind sehr euphorisch gestartet. Wir haben es gerade gehört, 2019, was war das für ein Gefühl? Und jetzt, 4, 5 Jahre später, stehen wir da und denken, fuck, was soll das jetzt noch werden? Und das auch vielleicht verstärkt nochmal in den letzten Tagen und Wochen. Genau. Und das heißt, in der nächsten Stunde oder in der nächsten knappen Stunde soll es um das fossile Zeitalter gehen, wie wir es überwinden, aber vor allem soll es um Macht und Ohnmacht gehen, weil in meinen Augen sind das die entscheidenden Aspekte, um die sich eigentlich das dreht, was wir hier machen. Und wir fangen vorne an. Ihr seht das, es ist keine gute Ausgangslage, in der wir uns hier treffen. Die Klimakrise eskaliert und wenn wir über Macht und Ohnmacht sprechen, dann ist der allererste Ohnmachtsmoment, den erlebe ich immer bei meiner Großmutter, die hat nicht alles, aber Teile davon live miterlebt. Die ist noch gesund und munter. Der erste Ohnmachtsmoment, den ich bei meiner Großmutter immer wieder spüre, das ist der Moment, wenn sie in ihr Bücherregal reinguckt und da steht die gesamte Klimaliteratur der letzten 50 Jahre und sie hatten alle recht. Und das ist unerträglich für jemanden wie meine Großmutter. Sie guckt sich diese Bücher an, wie in den 70er, den 80er, den 90er, den Nullerjahren all das veröffentlicht wurde, was richtig ist und was wahr ist und was bedeutsam ist und was wichtig ist. Und dann sieht man das. Und ich meine, ihr seht das da oben, wir sind ganz, ganz, ganz weit oben. Und das kann nicht in Ansätzen übersetzen, wie es tatsächlich in der Welt aussieht und was gerade passiert. Und ich glaube, wenn es eine Sache ist, die uns das, oder die große Botschaft von diesem Graph, von dieser CO2-Entwicklung, ist die, wenn man uns heute fragt, wie eine 1,5 Grad oder 2 Grad wärmere Welt aussieht, dann müssen wir nicht mehr in die Zukunft gucken. Dann müssen wir nur genau hingucken, weil wir sehen das längst, wie das aussieht. Wir sehen auch, dass es niemals den einen Weltuntergang gab, mit dem wir irgendwie ein Problem haben, sondern wir sehen, wie eine Welt nach der anderen untergeht. Wir sehen, dass das gar nicht aussieht wie Hollywood und wie irgendwelche Verfilmungen, sondern wir sehen, dass die großen Weltuntergänge, die wir jetzt schon gerade erleben,
ganz leise Weltuntergänge sind. Das ist der Moment, wenn die Vögel nicht mehr zwitschern, weil die Arten aussterben. Da wird es ganz leise. Da ist kein lauter Knall, das kann man nicht gut fotografieren. Das ist einfach weniger. Es ist die Inexistenz, die so bedrückt. Wir sehen, dass Orte auf der Welt mittlerweile nicht mehr bewohnbar sind. Und das sind nicht Menschen, die normalerweise Schlagzeilen dominieren, die im Sommer ihre Heimat verlassen müssen, zum Beispiel in Pakistan. Die große Botschaft von diesem Graph ist nicht, oh je, wir kommen hier vom Kurs ab, sondern die große Botschaft ist, die Welt geht schon ein Stückchen unter, Stück für Stück. Und natürlich, das ist, glaube ich, ganz wichtig, würde hier nicht stehen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass wir viel schlimmere Katastrophen verhindern können. Aber erstmal müssen wir uns von dem Gedanken befreien, dass wir noch ein Problem mit der Zukunft haben. Das tun wir nicht mehr. Wir haben ein Problem mit der Gegenwart und wir kämpfen jetzt um die Zukunft, die wir noch haben sollten. Und die zweite wichtige Botschaft hier ist, dass es Stand heute keinen Ort mehr gibt, der noch sicher ist vor Klimafolgen. Und das muss unsere Art und Weise verändern, wie wir über Freiheit nachdenken. Eva von Redeker, die Philosophin, hat dazu gesagt, dass sie glaubt, wir müssen Freiheit insofern neu definieren oder um den Aspekt ergänzen, dass es gar nicht mehr nur darum geht, frei zu sein von Unterdrückung oder von Terror oder von Klimakatastrophen, sondern auch, dass die Freiheit beinhalten sollte, dass wir ein Recht haben zu bleiben, wo wir zu Hause sind. Bleibefreiheit nennt sie das. Das ist auch eine der großen Botschaften dieser Forschung. Randnotiz, also falls es jemanden gibt, der PowerPoint besser kann, schreibt mir gerne eine E-Mail danach, die Folien werden nicht schöner. Genau, da ich mich schon jetzt viel anhören müssen in der letzten Zeit. Aber als ich in der 8. Klasse war, haben wir das so gelernt und danach habe ich es nie wieder gelernt, leider. Genau. Liebe Grüße. Genau. Das heißt, wir sind an einem Punkt angekommen, an dem man sich fragen muss, wo ist oben und unten, an dem die Verzweiflung real ist, an dem wir meinen, ist es eigentlich schon zu spät, ist es nicht zu spät, die Lage ist dramatisch, Freiheit ist ein Konzept, was kaum mehr greift, was da draußen passiert und muss neu definiert werden. Und jetzt blicken wir einmal kurz zurück und fragen uns, wie meine Großmutter das so oft tut, wieso? Wieso konnte das so weit kommen? Ohnmacht Nummer eins. Wieso ist es schiefgelaufen? Wir hatten doch alles. Das hier ist die New York Times Titelseite von 1988, wo der NASA-Forscher James Hansen schon ganz prominent im Senat ausgesagt hat, in den USA, wir haben hier ein Problem. Das ist der menschengemachte Klimawandel, der ist real, der ist belegt. 1988. Zu dem Zeitpunkt gab es schon Umweltkonferenzen in Stockholm zum Beispiel. Es gab schon längst der Club of Rome-Bericht von den Grenzen des Wachstums, war ein alter Hut zu dem Zeitpunkt. Man war mittendrin. Stellt euch vor, was passiert wäre, hätte man zu dem Zeitpunkt entschieden, alles klar, Leute, jedes Jahr reduzieren wir Emissionen um 1%. Wären wir heute an einem anderen Punkt. Erste Frage, wieso konnte es so weit kommen? Und die Frage, wie es so weit kommen konnte, wie konnten wir von da hier hinkommen? Erste große Frage, was ist schiefgelaufen? Und ich glaube, die Antwort auf die Frage, was schiefgelaufen ist, die exakte Antwort, die schmerzhafte Antwort, die verrät uns ganz, ganz viel darüber, was wir jetzt zu tun haben. Und ich befürchte aber, dass in den allermeisten Fällen diese Frage nicht ganz aufmerksam beantwortet wird oder nicht ganz ehrlich beantwortet wird. Und darum soll es jetzt gehen. Die erste große Schlussfolgerung, die man dann oft hat, sagt, naja, es gab irgendwie die Information, James Hansen hat das gesagt, er saß da beim Senat, es gab die ganze Literatur, die bei meiner Großmutter im Regal, im Bücherregal steht, es gab die Berichte, es gab dann irgendwann auch den Weltklimarat, der schon erwähnt wurde heute. Und die erste Annahme ist immer, naja, das gab halt dann diese Desinformation. Es gab irgendwie die Klimafakten und dann gab es die Klima-Unfakten. Und die haben dafür gesorgt, dass am Ende alle verwirrt waren und nicht wussten, wo oben und unten ist. Und auf einmal wurde es irgendwie ein Trend, dass die Hälfte der US-Amerikaner in den Nullerjahren die Klimakrise geleugnet haben. Erste Annahme. Und das ist total richtig. Wir stellen fest, dass zu dem Zeitpunkt, wo das erste Mal öffentlich über die Klimakrise gesprochen wurde, im selben Atemzug Klimafakten geleugnet wurden. Die Annahme stimmt.
Ein Fakt in der Klimakrise konnte nie die Wirkung eines Faktes entfalten, weil der Fakt schon seit der Existenz der Klimaforschung begleitet wurde von Desinformation, von Fake News. Und vielleicht ist das eine erste Antwort. Was ist schiefgelaufen? Bis heute, wir sagen auch bei Fridays for Future, wir sagen listen to the science, das ist grundsätzlich natürlich genau richtig. Wir haben aber womöglich überschätzt, was Fakten leisten können in einer Zeit, in der Desinformation mindestens genauso populär sind wie Information. Das heißt, da kommen wir möglicherweise der Sache etwas näher. Wir haben überschätzt, was wissenschaftliche Erkenntnisse liefern können, an politischer Macht entfalten können zum Beispiel. In demselben Jahr, in dem James Hansen nämlich im US-Senat saß und diese wichtigen Aussagen getroffen hat, haben die großen Ölkonzerne der Welt, ihr kennt das wahrscheinlich, haben ihre großen Desinformationskampagnen gestartet. Das heißt, in der Klimakrise, im Gegensatz zu sehr, sehr, sehr vielen anderen aufklärerischen Themen, in der Klimakrise stand ein Fakt noch nie isoliert im Raum. Und womöglich hat man den Fehler gemacht zu denken, naja, die Klimakrise ist wissenschaftlich so gut erforscht, jetzt nehmen wir eben diese Wissenschaft, um zu verargumentieren, dass wir was ändern müssen. Vielleicht war das zum Scheitern verurteilt, weil wir feststellen, das waren Fakten gegen Fakten. Wie weit will man da kommen in einer Zeit, in der ein Fakt genauso viel wert ist wie eine Meinung? Aber es geht weiter. Die Desinformation alleine sagt uns vielleicht etwas darüber, wie valid oder wie wertvoll Fakten in der Klimafrage sind. Aber da fehlt noch was. Und ich dachte, wir machen das an der Stelle ein bisschen interaktiv. Was kommt euch in den Sinn? Warum ist es schiefgelaufen? Wie sind wir von 1988 von James Hansen im US-Senat zu einem Zeitpunkt gekommen, in dem uns vor unseren eigenen Augen die Welt untergeht, die Welten untergehen? Was ist schiefgelaufen? Was war das Problem? Ja. Also, genau, wir machen so eine lustige Sache, das habe ich in der Uni gelernt, Sätze in, Antworten in einem Satz. Ja. Klug. Die Klimafolgen wurde individualisiert. Es wurde nicht gesagt, hey, wir haben ein Problem mit Emissionen, sondern hast du gerade Fleisch gegessen? Das habe ich genau gesehen. Richtig, weiter. Ja, hier vorne. Es gab massive Interessen der Konzerne, dass es geleugnet wurde. Die Konzerne, sehr gut. Die Ölkonzerne, die Gaskonzerne, die Kohlekonzerne haben wir auch in Deutschland eine gute Bilanz vorzuweisen. Ja. Die K-Frage, ne, der Kapitalismus, richtig. Großes Problem. Man kann sich mit fossilen Profiten dumm und dusselig verdienen auf Kosten unserer aller Lebensgrundlagen. Meine Großmutter nennt das kriminell, nicht ich, sie. Ja? Rolle der Medien. Können wir auch jeden Tag live sehen. Da kann man medienforschungstechnisch ganz viel machen, ja? Zweifel, genau, da kommen wir wieder zu Desinformation, zu den Konzernen, aber da sehen wir auch, ne, gerade letztens wieder abends mein Lieblingssender Markus Lanz geguckt und da hatte ich mal sehr laut gelacht. Ne? Ja, und da saßen ein AfDler und ein Klimaforscher und sollten sich anscheinend irgendwie mal unterhalten. Was kommt da wohl bei rum? Ne? Vielleicht ist da auch ein Problem, ja? Individuen wurden voneinander getrennt? Isoliert. So in der Grundschule in A und B. Du musst gleich noch, kannst du noch einen Satz hinten ranschieben, ist okay, wir machen eine Ausnahme. Ich habe das, das war jetzt sehr leise, aber ich interpretiere es weiter. Wir müssen Großes vollbringen und das machen wir aber nicht, wenn wir getrennt sind und uns nicht mehr gegenseitig fühlen. Guck mal, da haben wir es. Mut kommt aus Gemeinschaft. Wir können nicht mutig sein, wenn wir alleine sind. Zumindest ist es sehr unwahrscheinlich, es ist sehr hart. Machen einige extrem mutige Menschen, aber eigentlich müssen wir rechts und links jemanden haben, der sagt, you go girl. praktisch, ja. Halleluja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Konsum fühlt sich gut an. Richtig, gibt es so, ne, wieso müssen die Superhelden im Aston Martin angefahren kommen? Wieso kommen sie nicht mit der U-Bahn? Ja, ne, reale Frage. Natürlich muss ein Superheld im Aston Martin kommen. Oder ein Batmobil. Wichtig, ganz, ganz wichtig. Das ist das Kraft, das ist Erfolg, da ist jemand richtig schnell. Super. Haben wir noch mehr? Ja. Die anderen sind immer schuld, die Politiker
Du klingst, als du eine Parteikarriere hinter dir. Aber ja, natürlich. Die da oben und ich will nichts machen und überhaupt und wen, die anderen kommen und nehmen das Auto weg. Ja, hier. Krisenkonkurrenz, Riesending. Und das Problem ist ja an der Stelle, wir werden nicht mehr, ich stelle mir die Nullerjahre so vor. Da hatte man so ein bisschen Krise und dann dachte man so Donnerstagnachmittag, toll Leute, und jetzt haben wir richtig Zeit für ein bisschen Klima. So, weiß ich nicht, so stelle ich es mir vor. Aber das haben wir nicht mehr. Es wird immer mehr Krise sein. Es wird immer eine andere Krise des Weges kommen. Spätestens seit der Corona-Pandemie sind wir in einer Spirale und das wird absehbar nicht aufhören. Das heißt, was machen wir? Haben wir Zeit für diese Öko-Leute mit ihren Öko-Problemen? I don't think so. Haben wir noch, wir machen nur noch Flinter, die restlichen drei Meldungen. Ah, Flinter, das sind die Guten, nein, Spaß, das diejenigen, die tausende Jahre unterdrückt wurden, genau. Da, nee, 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 fast, you got me. Da, ja, in Rot. Der Egoismus, ganz, ganz wichtig. Es fühlt sich so wahnsinnig gut an, ne? Wenn ich alles habe und dann stelle ich so um mich herum hin und auch noch 12 Quadratmeter auf die Straße in Form von einem Parkplatz, da stelle ich auch noch was hin. Fühlt sich super an, genau. Okay, wir machen eine letzte Meldung da vorne, ja. Du. Klimapolitik und Sozialpolitik, ja, wir können ja nichts mit dem Klima machen, weil es wäre ja so ungerecht. Ganz, ganz liebe, ganz, ganz geliebte These in der Politik, die ja jahrzehntelang ein Bild vermittelt haben. Hier sind wir vorne wieder. Ich denke jetzt an dich auch mit der Politik, aber das schaffst du halt durch. Also es gab da eine politische Tendenz, eine Klimapolitik anzubieten, die kategorisch ungerecht ist. Und den Leuten im Endeffekt zu sagen, wollt ihr Klima oder wollt ihr Gerechtigkeit? Und da ist ein ganz großes Oder dazwischen. Und ihr müsst euch leider entscheiden. Ihr müsst das machen. Wollt ihr, dann wollt ihr halt auch Ungerechtigkeit. Auf die Idee zu kommen, zu sagen, hey, wäre es vielleicht unser Job, gerechte Klimapolitik anzubieten? Das war irgendwie nicht so ein Ding. Genau, also wir haben jetzt schon viel genannt. Oh. Hallo. Ah ja, guck mal, Dankeschön. Ich dachte so, wer ist die jetzt? Ja, genau, das sind, ihr habt einiges davon genannt, nicht? Ein paar Sachen haben da... Nein, da ist ja auch ganz viel, Quatsch dabei, zum Beispiel Sache mit China. Das ist natürlich, aber es wird ja gesagt, ne? Da wird gesagt, warum sollen wir irgendwas machen? Ja, jetzt holt ihr alle euer Handy raus. Da wird gesagt, warum sollen die was machen? China baut doch die neuen Kohlekraftwerke. Jetzt bauen die auch noch Kohlekraftwerke in Afrika. Was machen wir? Und wir machen uns hier irgendwie so einen großen Kopf wegen einer lapidaren Autobahn. Ja, warum machen wir es überhaupt? Wenn China ohnehin das Klima sachselt, dann ist doch egal. Es gab mal so Zahlen, wir hatten mal so einen Entwicklungsminister, hatte so Zahlendreher öfter, Gerd Müller, der Gute. Der hat dann teilweise durcheinander gezogen, hat gesagt, in Afrika bauen die 200 neue Kohlekraftwerke. Sind 26 zu viele, sind nicht 200. Jetzt sind sie schon runtergekommen, aber das ist natürlich eine Frage. Was können wir überhaupt ausrichten? 2% der Emissionen in Deutschland sind wir doch nur pro Jahr. Was machen wir denn hier? Ganz beliebtes Argument. Dass man dann auch auf die Idee kommen könnte zu sagen, naja, Moment, die Klimakrise haben wir nicht wegen den Emissionen aus 2020, sondern aus den Emissionen der letzten 150 Jahre. Und da sind wir weltweit unter den Top 5 Emittenten, haben ein bisschen eine globale Verantwortung. Hätte man anbringen können, man hätte auch sagen können, naja, Moment, China hat auch das Pariser Abkommen unterschrieben. Wenn wir denen jetzt sagen wollen, haltet euch mal dran, dann wäre es vielleicht ganz klug, wenn wir uns selbst dran halten, so diplomatisch. Ne? Wir sind da ja auf den Klimakonferenzen, da muss man Druck ausüben, da muss man sich in die Pflicht nehmen. Die gucken auf Deutschland und sagen, Moment, ihr habt eine grüne Regierung, bei euch sind die Leute auf der Straße für mehr Klimaschutz und eure Bilanz ist so weit weg vom Pariser Abkommen, was wollt ihr denn uns jetzt hier eigentlich für Vorhaltung machen? Wäre auch vielleicht ein Argument an der Stelle. Man könnte auch sagen, dass es auf der Welt ungefähr 190 Länder gibt, die genau das über Deutschland sagen könnten. Die stehen alle da und sagen, aber Deutschland. Während wir hier rumstehen und sagen, naja, aber China. Aber China sagt übrigens, aber die USA. Man könnte sich vielleicht fragen, ob man sich da im Kreis dreht, ob nicht einfach alle ihren Job machen müssen. Wären alles gute Argumente, aber China ist immer noch, hören wir immer noch gerne. Auch manchmal bei Markus Lanz übrigens.
Genau. Also, wir haben die Argumente, wir haben darüber gesprochen, aber jetzt ist die große Frage, reicht das? Ach so, den Rassismus und den Kapitalismus ist ein bisschen selbsterklärend. Ne? K-Frage haben wir schon geklärt da vorne mit dem Kapitalismus und die Rassismen in der Klimakrise. Wir haben es vielleicht eigentlich ganz passend von dir gehört, Mi, was ist Menschenleben wert? Ne? Ich wurde letztens in einem Podium gefragt, ob ich, weil es jetzt ja so schwer sei mit dem 1,5-Grad-Ziel, ob ich nicht bereit wäre, dass wir auf 2 Grad runtergehen. Ja, damit wir nicht so viel Stress mit den Autofahrern haben. Und, ne, und ich dachte so, das ist auch beeindruckend, wie man sozusagen in das Konstrukt da hinzukommen. Was heißt das? Wir wollen halt dann lieber den deutschen Autofahrern das Leben leicht machen, als sagen wir den Menschen im Pazifik ihre Lebensgrundlagen erhalten. Das ist nicht nur eine Abwägung, da steht auch eine Frage dahinter, was ist wer wert? Wessen Wut wollen wir auf uns laden? Vor wem haben wir eigentlich mehr Angst? Vor der Klimakrise oder vor Porsche? Genau, und die Sache ist jetzt aber die, ich glaube, diese ganzen Argumente und die ganz vielen anderen Punkte, die es gibt, die fassen nicht ganz, was wir eigentlich vor uns haben. Die fassen nicht ganz den Elefanten im Raum, den wir in der Klimakatastrophe immer und immer wieder erleben, in ganz, ganz verschiedenen Formen und Farben. Und der erste Hinweis dazu ist, das haben wir jetzt ein bisschen erarbeitet, offensichtlich geht es nicht um das bessere Argument in der Klimafrage, es geht ganz offensichtlich um das mächtigere Argument. Das können wir einfach davon ableiten, dass die ganzen Argumente da sind, seit Jahrzehnten. Die ganzen guten Argumente waren da. Und die Argumente waren so gut, dass man vielleicht zwischendurch auch dachte, die Argumente sprechen für sich. Das ist der große Streit, den ich mit meiner Großmutter habe. Die dachte, naja, wir hatten doch recht und wir hatten doch alles, was wir an guten Argumenten. Dann würde man doch denken, Stück für Stück, wir gehen durch die Hörsäle und wir gehen auf den Wochenmarkt und wir gehen in die Büros und wir reden mit den Menschen über die guten Argumente und Stück für Stück sagen sie, naja, haben halt recht. Aber es geht nicht. Es funktioniert nicht. Wenn die Bilanz aus den letzten 70 Jahren oder zumindest die Bilanz von James Hansen 1988 bis heute ist, es zählt nicht das bessere Argument, es zählt das mächtige Argument. Und das ist manchmal dasselbe, aber sehr oft eben auch nicht. Und wenn wir überlegen, was ist, wenn wir die Machtdimension aufmachen in der Klimafrage, wenn wir also uns loslösen von den guten Fakten, von den guten Informationen, von der Wissenschaft, von den ganzen, ganzen, ganzen tollen Leuten auf der Welt, die uns alles immer wieder aufbereiten, die es so logisch machen, doch einfach mal umzulenken, die uns auch erklären, dass wir das Klima ja nicht fürs Klima retten, sondern damit die Menschen gesund sind und fröhlich und frei und mobil und ein Zuhause haben, aber auch eine Zukunft haben und eine Vergangenheit haben, auf die man irgendwie zurückblicken kann und sich nicht die ganze Zeit schämen muss. Wenn wir uns einmal davon losmachen, dass es nicht um die guten Argumente geht, sondern um die mächtigeren Argumente, also um die Macht, dann kommen wir auf einen Komplex und ich habe den Fossilität genannt. Und man kann sich die Fossilität vorstellen wie das Patriarchat. Im Patriarchat ist egal, wie gut unsere Argumente für irgendwelche Gleichberechtigung sind, egal wie wichtig und bedeutsam irgendwelche weiblich gelesenen Stimmen oder Personen oder Taten sind, ist das Männliche in irgendeiner Form immer dominant. Manchmal ganz offensiv und manchmal ganz unterschwellig. Und in der Fossilität gilt dasselbe für die fossilen Energien. Egal wie gut unsere Alternative ist, die fossile Lösung ist immer die präferierte. Und eines der besten Beispiele in Deutschland haben wir jetzt gerade zuletzt gesehen um die Wärmepumpe, um die E-Fuels, um die Solaranlagen. Das waren alles sehr drei ähnliche Debatten, die geführt wurden, wo wir für ein fossiles Problem eine fossilfreie Lösung hatten. Und jedes Mal, wo es darum ging zu sagen, hey, wir haben eine Gasheizung, jetzt stellt euch vor, wir haben eine neue Maschine, das ist eine Wärmepumpe, die können wir machen, die ist fossilfrei im besten Fall. Wir haben ein Kohleproblem, jetzt haben wir hier Solar, damit können wir ganz viel lösen. Oder wir haben hier eben ein Elektroauto, ein Verbrennerauto, jetzt können wir es mit dem Elektroauto ersetzen. In keiner dieser drei Fällen konnte sich die fossilfreie Alternative durchsetzen, ohne dass es einen Aufschrei gab, den man rational nicht begründen kann. Man kann das mit Konzerninteressen begründen, klar, es gab da Konzerninteressen, die waren ein bisschen überlappend. Man kann das mit Gewohnheiten oder Bequemlichkeit hatten wir, man kann es auch mit Ego-Fragen rechtfertigen. Man kann es auch mit kapitalistischen Fragen so ein bisschen erklären oder mit den Fragen der Egozentrismen oder der isolierten Menschen. Aber ohne anzuerkennen, dass es eine Art von fossiler Übermacht gibt, die in Politik,
in Wirtschaft, Gesellschaft, in Medien, in unseren eigenen persönlichen Leben eine Bedeutung spielen, lässt sich das nicht erklären. Und das Gemeine an der Fossilität ist, an dieser fossilen Präferenz, die wir haben, die steckt auch in uns. Und hier vorne wurde die Ästhetik benannt. Ich habe meinen richtig großen Teenie-Streit gehabt mit meinen Eltern, als ich 17 war. Ich hatte gerade angefangen, Führerschein zu machen, ich habe es gehasst. Ich komme aus Hamburg und meine Fahrlehrerin war HSV-Fan, ich nicht. Und es war Horror. Und ich fand es alles schrecklich und bin nach Hause gegangen und habe meinen Eltern erklärt, ich möchte einen Roadtrip machen nach dem Abi. Meine Eltern waren komplett entgeistert, haben gesagt, Luisa, du magst das Autofahren nicht. Ich hatte so eine Freundin, die hat so ein altes, klappriges Ding gehabt, keine Klimaanlage, nichts. Wirklich bescheuert. Es ist teuer und ihr wollt ja in Spanien, was wollt ihr? Ihr kennt das, Und ich stand vor meinen Eltern und ich habe das so sehr gewollt und ich wusste nicht, warum. Wir hatten keine große Streitbilanz bei uns, aber ich stand da und ich habe getobt und ich konnte nicht fassen, dass sie mir das verbieten wollen. Und letztendlich haben sie mich natürlich rausgekauft in den Interrail-Situationen, wie man das so macht. Und Jahre später ist mir aufgefallen, warum wollte ich das so dringend? Weil es zu dem Zeitpunkt kein Hollywood-Film gab, wo junge Frauen, wenn sie sich richtig frei und schön und toll und mächtig und ungezwungen gefühlt haben, wo die nicht irgendwann ins Auto gestiegen sind, um einfach mal loszufahren. Das ist auch Fossilität. Das ist, was unsere Sehnsüchte sind, was unsere Lebensziele sind. Was ist Wohlstand? Wann habe ich es geschafft? Wann habe ich es erreicht? Das ist Stand heute in einer Fossilität, in einer fossilen Zeit, das ist alles fossil besetzt. Ich habe es geschafft, ich habe Feierabend. Und da muss man ja vielleicht den fossilen Begriff noch ein bisschen weiter fassen. Das ist dann ja nicht nur Kohle, Öl und Gas, das sind fossile Extraktionsmuster. Fleisch gehört dazu, Fliegen gehört dazu, Kreuzfahrten gehört dazu, Fast Fashion gehört dazu. All das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir wollen. Wann ist Feierabend? Was machen wir dann? Wann ist Sonntag? Deutschland, große Tradition, Sonntagsbraten, fossil besetzt. Was gönne ich mir mal als so einen richtigen Urlaub? Natürlich eine Kreuzfahrt, eigentlich ein katastrophales Konstrukt, wahnsinnig gut beworben, wollen wir irgendwie alle so ein bisschen. Titanic, im Endeffekt ein fossiler Werbefilm, auch ein guter Film. Aber ne? Wenn wir uns angucken, Barbie, super Beispiel, Barbie, feministische Befreiung und wahnsinnig guter Werbeclip, sehr langer Werbeclip für so ein kleines blaues Auto. Dass wir die ganze Zeit durchs Bild fahren sehen, natürlich. Natürlich verändert das die Art und Weise, wie wir Verkehr und Freiheit und auch die Superhelden wahrnehmen, wenn eigentlich jeder zweite Hollywood-Film nicht überleben würde ohne eine gute Autovermarktung. Auch das gehört dazu. Was ist schön? Was ist schnell? Was ist gut? Was ist sicher? Da steckt Stand heute überall eine fossile Note hin. Und dann kommen wir natürlich nicht weiter. Wenn dann jemand daherkommt und sagt, ich habe eine Maschine, die ist genauso gut, sie ist halt nur nicht fossil, natürlich zuckt das. Und ich muss dann an Ulf Poschert den Guten denken. Leider. Ist ein Mensch aus Twitter. Und der saß mit mir mal in einer Talkshow und hat mich völlig entgeistert angeguckt, als ich vorgeschlagen habe, man könnte ja mit E-Autos so ein bisschen was machen. Der mich anguckt und hat gesagt, E-Autos hätten keine Seele. Und das ist natürlich komplett peinlich. Aber es sagt uns ganz, ganz viel über diese Gefühlslage aus. Das Gemeine am Fossilen ist, dass selbst wenn wir alle guten Argumente haben, ist da irgendwas auch in uns drin, ganz persönlich, das denkt, naja, aber so ein Roadtrip, ne? Wäre schon geil. Und was ist eigentlich, wie beweise ich eigentlich, dass ich eine gute Karriere habe, wenn ich das nicht fossil ausstatten kann? Wenn das nicht eine größere Wohnung, ein größeres Haus, ein größeres Auto, ein größerer Urlaub ist. Was mache ich denn sonst? Kriege ich eine Urkunde? Wofür arbeite ich? Es stecken da ganz, ganz viele Anschlussfragen hin. Wie zeige ich jemandem, dass ich es geschafft habe? Wie zeige ich, dass ich ein bisschen mehr verdiene als mein Nachbar oder meine Nachbarin? Die Fossilität ist etwas, was wir erklären können, aber vor allem kann man es fühlen. Und dann versteht sich auch oder erklärt sich auch, wo wir mit unseren Argumenten an die Grenzen kommen. Und um es auch noch einmal zu illustrieren, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, für die Fossilität in Deutschland, bietet die Energiewende. Ihr kennt das vielleicht, die Szene ist unser heiliger Gral in Deutschland, Lützerath. Und die deutsche Energiewende
kann man nicht rational erklären. Das, was in den Nullerjahren passiert ist, als man die wirtschaftlichen Argumente hatte, die K-Frage war gelöst. Man hatte die Wirtschaft, die Kapitalismusfrage auf grün gedreht, hat gesagt, wir machen das jetzt alles erneuerbar. Damit hätte man fast noch eben auch so ein bisschen die Sache im Osten, das ist ja ein bisschen schwierig, das ist ein deutsches schwieriges Verhältnis, hätte man auch fast mitgelöst, weil man ganz viel Solarindustrie in Ostdeutschland aufgebaut hat. Klasse. Man hätte die Arbeitsplatzfrage gelöst. Jobs, grüne Jobs in erneuerbaren Sektoren. Herrlich. Man hätte auch diese Individualismusfrage gelöst. Der Egozentrismus geht ja auch, weil eine Solaranlage kriegst du auf dein Haus. Wir hätten nebenbei auch andere Probleme gelöst, sagen wir das Problem mit Putin. Das wäre uns irgendwie auch ein bisschen, wäre für uns auch anders verlaufen. Wir hätten sogar noch so eine friedenspolitische Dimension einziehen können. Wir hätten die, die Frage klären können mit aber China, weil für deine Solaranlage auf dem Dach ist eigentlich egal, was China macht, weil du hast ganz direkt einen Vorteil davon. Man hätte die anderen Fragen des Lobbyismus geklärt, weil man wusste, die großen Konzerne, die uns mit ihrem Lobbyismus das Leben schwer machen, die hätten ja auch in Erneuerbare gehen können. Selbst das hätten wir geklärt. Und sogar die Desinformationskampagne, naja, die Solaranlage ist halt auf deinem Dach. Und da können dann diese rechten Typen vorbeikommen und dir irgendwas anderes erzählen, aber die Solaranlage spricht auch für sich. Das, was in den Nullerjahren passiert ist, als man so kurz davor war, in Deutschland eine Energiewende wirklich loszutreten, uns erneuerbar zu machen, Energiewende, Vorreitertum, weltweiten Lichtblick. Wir hätten tatsächlich eine Position gehabt, in der man sagen könnte, Leute, ihr habt eure Verantwortung wahrgenommen. Was dann passiert ist, dass in wenigen Jahren in Deutschland über 100.000 Jobs in den Erneuerbaren verloren gegangen sind. Mehr Jobs zu dem Zeitpunkt, als es überhaupt in der Kohle gab. Damit mehr Industriepotenzial verloren gegangen ist, als in allen anderen fossilen Sektoren überhaupt hätte aufgebaut werden können. All das lässt sich nicht erklären, wenn man die guten Ausreden und die guten Argumente und die schlechten Argumente zusammenrauft. Das lässt sich erklären, wenn man begreift, wie präsent die fossile Präferenz in der deutschen Politik, in der deutschen Wirtschaft, in der deutschen Gesellschaft, in den deutschen Medien war. Wo man zugesehen hat, wie all das passiert, ein bisschen leiserer, ein bisschen lauterer Protest, aber letztendlich irgendwie klar war, naja, die Kohlekonzerne sind halt die Kohlekonzerne. Das ist auch Fossilität. Ein fossiler Arbeitsplatz ist immer mehr wert als ein erneuerbarer Arbeitsplatz. Da spricht man nicht über die fossilen Jobs, die verloren gegangen sind. Man spricht über die 20.000 Jobs in der Kohle, die anscheinend in Stein gemeißelt sind. Für die es niemand wagen darf, mal zu überlegen, können wir die irgendwie umbauen. Da spricht man nicht davon, müssen wir Gewerkschaften aufbauen in Erneuerbaren. Nein, man spricht nur über die fossilen Gewerkschaften mit ihrer Macht. Und da geht es weiter, wenn wir nicht bei den Gewerkschaften sind, stellen wir fest, dass auch unsere Demokratiegeschichte in Deutschland fossil geprägt ist. Es gab die erste Kohlegewerkschaft in Deutschland, bevor die Frauen das Wahlrecht haben. Die Demokratisierung in diesem Land hat sich sehr eng geschlungen rund um die Entwicklung einer fossilen Wirtschaft, rund um einer fossilen Gewerkschaftsgeschichte, rund um ein Exportmodell, Exportweltmeistermodell, was fossil befeuert war. Und in einem Land, in dem sich Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Medien alle einigen können, dass ein neues Auto was Gutes ist für alle Beteiligten, da haben es Erneuerbare schwer. Und das ist eine Frage von Fakten und von Argumenten, aber vor allem ist es eine Frage von Macht. Wo steckt die Macht und wo steckt sie noch nicht? Die Fossilität. Und jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Wenn wir uns für einen Augenblick da rein finden, es gibt, ob wir mit der Politik sprechen, ob wir mit der Wirtschaft sprechen, ob wir mit den Medien sprechen oder ob wir mit uns selbst sprechen, gibt es etwas, was fossil dominant ist, geprägt durch jahrzehntelang der Werbe, der Lobby, der Konzernpropaganda, geprägt von einer Politik, in der wir es nicht richtig anders kennen, geprägt von einer Geschichte, die wir uns selbst erzählen wollen in diesem Land. Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir das im Raum haben, wenn wir anerkennen, dass mit den fossilen Energien auch ganz viel Selbstbild einherkommt, Selbstbild über, wer sind wir in Deutschland, wer ist diese Demokratie, was ist unsere Freiheit, was ist unser Wohlstand, was ist unser Fortschritt, bisher alles fossile Erzählung. Was machen wir daraus? Und ich habe euch da, wie ist die Sage mit der Zeit? Sind wir noch gut dabei? Ein bisschen, okay. Sagt mir jetzt eigentlich gar nichts aus. Ich mache es einfach weiter. Was machen wir jetzt daraus? Und an der Stelle kommen wir vielleicht zu der Ohnmachtsfrage. Ich glaube, die Klimafrage als Machtfrage zu verstehen, ist der erste entscheidende Schritt. Der zweite ist dann anzuerkennen, dass das logischerweise in uns eine Ohnmacht auslösen muss.
Logischerweise fühlt man sich dann zu klein, um gegen das irgendwas anarbeiten zu können. Logischerweise fühlt man sich zu überwältigt von den Krisen. Fühlt man sich, als hätte man viel zu viel Wissen, um es auch nur in Ansätzen anzusenden. Das ist ja das Gemeine in der Klimafrage. Das ist jetzt hier ein schönes Bildungsmodul, aber ich glaube, wenn wir es nicht gut machen, dann ist Wissen in der Klimakrise nicht Macht, dann ist Wissen Ohnmacht. Weil wir das ganze Wissen, die ganze Bildung, die uns so viel bringen kann, und wissen dann gar nicht, wohin damit. Das heißt, natürlich ist das alleine, die Fossilität als ein großer Faktor zu begreifen, macht noch keinen Unterschied, bringt uns noch nicht weiter. Der nächste Schritt ist dann anzuerkennen, es löst in uns eine Ohnmacht aus. Der nächste Schritt ist, in uns reinzuhören, zu überlegen, wo sind wir denn gerade? Wo stehen wir denn gerade? In unseren eigenen Verzweiflungen, in unseren eigenen Sorgen, in unseren eigenen Ängsten. Wo entdecken wir vielleicht auch eine fossile Angst in uns, eine Verlustangst? Ich hatte doch eigentlich diese blöde, gute Karriere da. Ist das jetzt gar kein guter Konzern für mich? Ich dachte eigentlich auch, dass so ein bisschen noch mal ein bisschen weiter, länger, schneller fahren, fliegen, Reisen, das ist ja eigentlich das Beste, was mir passieren kann. Die Fossilität ist auch in uns und das sage ich ganz vorwurfsfrei, sie ist auch in mir. Ich bin auch noch irgendwo 17-jährige Luisa, die gerne einen Roadtrip machen möchte. Das ist der zweite Punkt, die Ohnmacht anzuerkennen. Das dritte ist dann, etwas dagegen zu tun. Und ich habe das so aufgeschrieben. Wenn wir annehmen, die Konfliktlinie verläuft entlang von fossilen Fragen, von zusammengefasst der Fossilität. Das lässt sich abspalten in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, in der Medienlandschaft, in uns selbst, in unseren Klassenräumen. Gibt es eine fossile Gewohnheitsmacht und die Frage, was wir daraus machen? Das ist das Erste. Anzuerkennen, dort verläuft eine der entscheidenden Konfliktlinien. Dann stellen wir fest, es ist ein ganz großer Auftrag, uns vielleicht für eine Sekunde von diesen Fakten und den guten Argumenten zu lösen, ohne sie zu vergessen. Aber einen Schritt weiter zu gehen und die Machtfrage zu stellen, die Fossilität zu erkennen und dann zu dekonstruieren, zu erkennen, wann reden wir schon längst nicht mehr über das bessere Argument, sondern über das mächtigere Argument. Das wäre in meinen Augen übrigens etwas gewesen, was uns diese E-Fuel-Debatte erspart hätte können. Ne? Die E-Fuel-Debatte war nur ein Versuch, ein Verbrennermodell in die Zukunft zu verlängern, ein fossiles Geschäftsmodell, ein fossiles Motorenmodell in die Zukunft zu verlängern, indem man sagt, wir haben doch E-Fuels. Das war der einzige Zweck. Das war eine emotionale, eine Wirtschaftsgewohnheitsfrage, wo sich ein Konzerninteresse und politische Gewohnheitsfragen aneinander gerieben haben. In dem Augenblick hätte man sagen können, Moment Leute, reden wir noch über bessere Fakten? Habt ihr bessere Argumente für E-Fuels oder habt ihr einfach nur Gefühle für E-Fuels? Ist schön, Herr Wissing, wir hören Ihnen zu. Aber vielleicht müssen die Gefühle ja nicht ausschlaggebend sein. Vorschlag. Also, Dekonstruktion von der Fossilität ist alles entscheidend, um da durchzudringen. Wenn dort nicht über die Fakten gesprochen wird, wenn die anderen, die fossilen Zyniker, die Gestrigen, diejenigen, die um den Planeten plündern wollen, um alles, was geht, wenn die nicht mehr argumentieren mit Argumenten, sondern mit Gefühlen, dann müssen wir darauf eingehen, dann müssen wir das bloßstellen, dann müssen wir das deutlich machen und uns emanzipieren von diesem ganz tiefen Glauben, dass wir am Ende einfach nur das beste Argument produzieren müssen und dann wird schon irgendwie gehen. Nein, es wird nicht der eine Fakt sein, der uns da rausholt. Die gute Sammlung an guten Punkten zur Klimaforschung, sondern es wird darum gehen, dass wir erkennen, wo sich Macht aufbaut und sie dann zu dekonstruieren. Das Zweite ist, es reicht nicht zu sagen oder sozusagen zu dekonstruieren, wo eine fossile Macht sich hinter Argumenten versteckt, sondern dann geht es darum, eben Gegenmacht aufzubauen. Und da kommen wir zu diesem ganz tollen Punkt, der hier vorne vorhin genannt wurde, die Ästhetik, das Schöne, das Erstrebenswerte. Wenn man beantworten möchte, wie weit es soweit kommen konnte, von James Hansen bis heute, ist die ganz kurze Antwort, Emissionen wurden erstrebenswert. Alles, was gut ist, was schön ist, was uns reich macht, was uns stark macht, was uns frei macht, was uns sexy macht, was uns erstrebenswert und statusinhaberisch macht, hat Emissionen, Stand heute. Und wir werden dem nichts entgegenstellen können, was einfach nur gute Argumente sind, wenn wir nicht überlegen, was ist denn die fossilfreie Alternative? Was ist denn die fossilfreie Vision, die erstrebenswert ist und ästhetisch und schön und reich macht und frei macht und sicher macht? Das ist die Gegenmacht, um die es geht. Und deswegen ist es so alles entscheidend, dass wir mit der Kunst arbeiten, dass wir ein Poetry Slam hier hören, dass wir überlegen, in welchen Formen und Farben reden wir darüber, was verloren geht und was wir gewinnen können. Das ist keine Frage von guten und schlechten Fakten nebeneinander gestellt, sondern es ist eine Frage von, wie wollen wir leben? Oder der Frage, was ist das gute Leben? Das steckt da
ganz tief mit drin. Und wenn man sich das anguckt, ist es vielleicht gar kein Wunder, dass ausgerechnet Greta Thunberg, die sagt, listen to the science, so weit kommen konnte, obwohl sie eigentlich genau das gemacht hat, wovon ich gerade abrate. Sie hat ja gesagt, hier sind die guten Argumente. Jetzt macht mal. Und was sie aber auch gemacht hat und was in dem Zuge alle gemacht haben, die sich in irgendeiner Weise mit der Klimafrage 2019 und darauf hinaus beschäftigt haben, natürlich auch davor, aber was wir vor allem zusammen gemacht haben, gerade mit Fridays for Future und allen, die dazugehören, wir haben ein Lebensmodell in die Welt gesetzt, was sich emanzipiert von dem fossilen Status quo. Wir haben es schön und erstrebenswert und angenehm gemacht, sich jemandem anzuschließen, der gewinnt, der sagt, wir machen es jetzt anders, der sagt, ihr lieben Männer der Politik, wir verstehen, dass ihr Gefühle habt für Verbrennermotoren. We don't care. Wir haben, und das glaube ich, mir war das damals auch nicht klar, aber ich glaube, retrospektiv war das, was die Macht der Klimabewegung vor allem 2019 so anziehend gemacht hat, war nicht die guten Fakten, sondern es war das Gefühl, was wir vermittelt haben, dass es anders gehen kann, dass Hoffnung auf der Straße sichtbar sein kann, dass es einen Ort gibt, wo wir tatsächlich etwas freier sein können als an einem fossilen Status quo, der uns immer enger zusammenfärcht. Das war in meinen Augen rückblickend das große Erfolgsrezept, dass es etwas ging, was man schwer beschreiben und schwer in Worte fassen konnte, aber was man gefühlt hat, wenn man da war und was man wiederfühlen konnte und selbst machen konnte, was nicht da irgendwo draußen war und man kauft es sich kurz und nimmt es mit nach Hause. Es war etwas Selbstgemachtes, etwas Ehrliches, etwas Authentisches. Das war in meinen Augen das, was wir letztendlich gemacht haben, ohne es zu wissen, ohne es beim Namen zu nennen. Das ist die Gegenmacht. Das ist ein Ort, der schön ist. Und das ist überall. Das ist der Moment, das ist nicht nur der große Protest. Diese Gegenmacht etabliert sich dort, wo wir dafür sorgen, dass die coolen Kids in der Klasse nicht länger diejenigen sind, die am besten angeben können mit den Autos ihrer Eltern, sondern vielleicht die Kids werden, die woanders ihre Sehnsüchte erzählen und weitertragen und fühlen, die sich trauen, die Umwelt ernst zu nehmen, weil sie wissen, sie werden dafür nicht gemobbt, Life Goal, sondern eine Gemeinschaft finden und Geborgenheit darin finden, weil sie wissen, sie sind ein ganz Teil von einer großen Gemeinschaft. Gegenmacht aufzubauen heißt dafür zu sorgen, dass jeder Mensch in diesem Land und gerade wir jungen Leute, die überlegen, wo sie mal arbeiten wollen, eine Alternative haben zum fossilen Status quo und wissen, vielleicht ist der bestbezahlteste Job noch die fossile Variante. Aber es gibt einen Job, der gibt mir mehr, einen Sektor, der gibt mir mehr, eine Firma, die gibt mir mehr, einen Ort, der gibt mir mehr. Und das macht es wett. Und Stück für Stück verrücken wir dann auch wirtschaftliche Variablen in die Richtung und sorgen dafür, dass die guten Karrieren die nachhaltigen Karrieren werden. Dass man sich nicht mehr entscheiden muss, möchte ich für das Ende des Monats arbeiten oder für das Ende des Jahrzehnts. Sondern dass das zu einem Gleichtakt wird, dass ich weiß, ich kann mit meinem Job die Miete bezahlen, aber ich zerstöre nebenbei nicht den Planeten. Auch das ist diese Gegenmacht. Gegenmacht wächst auch in Beziehungen, wo wir uns nicht mehr einsam und isoliert fühlen in unseren Freundeskreisen oder in unseren Beziehungen oder Familien, weil wir das Gefühl haben, wir verstehen, was da draußen abgeht, aber die nicht so richtig und irgendwie bin ich immer das Öko-Girl hier und irgendwie werde ich komisch angeguckt. Gegenmacht wächst dort, wo wir Verbindungen eingehen, gegen den Egozentrismus, der da hinten genannt wurde, wo wir uns Gemeinschaften aufbauen, die stark sind, die resilient sind, die Verletzlichkeiten zulassen und die überlegen, wie sieht eigentlich eine Beziehung aus, zum Beispiel, deren Meilensteine nicht immer in fossil gemessen werden. Die Hochzeitsreise, die Verlobungsreise, das kleine Haus, das große Haus, das sehr große Haus, das Ferienhaus. Vielleicht geht es anders. Vielleicht geht es anders. Und das Dritte, und das ist vielleicht der Punkt, der mir am meisten zu schaffen macht gerade. Normalerweise würde ich jetzt hier Schluss machen und sagen, Leute, das war's, viel Spaß mit der Fossilität, komm gut nach Hause. Aber es gibt ein Problem und das Problem ist, dass wir jetzt schon eine Weile dabei sind. Wir machen das alle schon relativ lange. Vielleicht nicht alle von uns, aber viele hier. Manche haben seit gestern gelernt, wie man Klima buchstabiert. Da sage ich herzlich willkommen, ihr seid genau richtig hier. Für alle anderen ergibt sich aber langsam ein Problem, weil wir feststellen, es dauert. Und wir lernen, was Rückschritte sind. Die Rechten kommen, die erstarken, der rechte Populismus nimmt überhand. Wir führen Debatten, die gefühlt in den 70ern schon deplatziert werden. Mit Politikern, die auch in den 70ern deplatziert werden. Und es ist hart. Wir werden als Zivilgesellschaft kriminalisiert, hier in Deutschland, aber auch weltweit.
Und dann kommen die Krisen, die wurden auch genannt, die Krisenkonkurrenz, die auch auf unser Herz einwirken, die es so schwer machen, gerade das Herz zu öffnen, weil wir denken, es wird sofort zerfetzt von den ganzen Krisen. Wie groß soll unser Herz noch werden? Was soll es noch alles ertragen? Und ich denke, es kommt ein kleiner Down, aber wir schaffen das. Ich denke in diesen Tagen ganz oft daran, mein Vater hatte eine schwere Krebsdiagnose und ich habe mich gefühlt, als wären meine Schultern physisch zu klein. Und ich habe an diese ganzen Leute gedacht, die gesungen haben, What doesn't kill you makes you stronger. Und ich dachte, was ist das für eine fantastische Lüge? Nee, what doesn't kill you makes you tiny. Mich hat das klein gemacht, erdrückt. Und ich dachte, ich müsste doch gerade ganz groß werden. Ich müsste doch ganz stark werden, weil es eine Krise ist. Da wachsen wir doch alle so über uns hinaus. Und ich habe nichts davon gemacht. Ich war sprachlos. Ich war erschöpft. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte das nicht. Und ich wollte aus meinen Gefühlen einfach wegrennen. Und ich wollte aus meinem Leben wegrennen. Und die Schultern sind so klein. Was soll da alles drauf Platz finden? Und ich denke da gerade oft dran, an diese Art von Ohnmacht, die ich damals gefühlt habe. Und wie sehr ich davon ausbrechen wollte. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wie wir aus der Fossilität eine neue Zeit bauen und die Machtfrage stellen und die Fossilität dekonstruieren, eine Gegenmacht aufbauen, dann ist der wohl, das alles können wir machen, das schaffen wir auch. Ich glaube, der Punkt, wo wir am verletzlichsten sind, dort, was vielleicht das ist, wofür wir am meisten Acht geben müssen, worauf wir am meisten aufpassen müssen, das ist die Frage von der Ohnmacht und der Feststellung, dass der Wandel, den wir wollen, den wir einfordern oder vielleicht bald einfordern werden, der ist nicht linear. Der passiert nicht von heute auf morgen. Der ist nicht immer quantifizierbar. Und der heißt nicht, dass wenn wir morgen verlieren, es übermorgen nicht mehr wert ist. Der Wandel, für den wir einstehen, der geht ganz verwirrte Wege. Und er geht immer wieder Umwege. Und das ist schwer auszuhalten in einer Welt, in der wir es so gewohnt sind, dass wir für was wir heute bekommen, morgen sofort belohnt werden. Wir wollen sofort quantifiziert sehen, hat sich der Protest gelohnt, hat sich die Petition gelohnt, hat sich eigentlich das Gespräch gelohnt, kann es einen Beweis dafür geben? In dieser Kultur ist es sehr schwer zu vermitteln, dass wir eine Art Weltvertrauen brauchen, mehr denn je. Zu wissen, dass wir unseren Teil tun und es irgendwer anders auch tut. Und dass unser Beitrag so viel Sinn ergibt, weil jemand anders auch etwas macht. Und das ist wieder der wichtige Aspekt, der vorhin genannt wurde, von den Menschen, die sich entfremdet haben, von sich selbst, von der Welt und voneinander. Und ich glaube, wenn wir genau hingucken, dann ist das gar nicht so schwer zu verstehen. Dann denken wir zum Beispiel an Lützerath. Die offensive Geschichte von Lützerath ist, dass wir verloren haben. Wir waren da, wir haben gekämpft, das Dorf wurde zerstört. Die Geschichte, die nicht erzählt wurde über Lützerath, ist die, dass in dem Moment, in dem wir standen und protestiert haben, in japanischen U-Bahn-Stationen die Bilder von Lützerath gezeigt wurden. Und japanische Gruppen gesagt haben, Moment, wenn die gegen die Kohle in Deutschland ankämpfen können, dann können wir vielleicht auch gegen den fossilen Finanzsektor in Japan ankämpfen. Was nicht erzählt wurde, ist, dass wenn wir gerade in Georgien, in der Hauptstadt, auf diesen Regierungsbau gucken, der fast der Bundestag ist, nicht ganz, und wir einmal zur Seite schwenken in Georgien, dann ist da eine Ausstellung über The Resistance of Lützerath als Inspiration für die georgische Klimabewegung. Und wenn wir einmal weiterzoomen in die Türkei, dann haben türkische Aktivisten Lützerath zum Beispiel genommen, um in der Türkei, in einem ganz, ganz schweren Umfeld, in einer viel repressiveren Stimmung, gegen die Erweiterung eines Kohletagebaus zu kämpfen. Ermutigt von dem, was wir gemacht haben. Das ist nicht linearer Wandel. Das ist eine Veränderung, die wir nicht immer nachvollziehen können. Und die nicht morgen kommt, weil wir sie heute besonders wollen. Und wir sind in einer Phase, in der es ganz schön schwer zu sehen ist, wie weit wir eigentlich gerade vorankommen. Und wir sind in einer Phase, in der es vielleicht nie leichter war zu sagen, es ist schon zu spät. Oder überhaupt, warum braucht es mich? Oder wenn, wird es irgendwer anders machen? Und Elon Musk hat doch irgendwas Neues erfunden. Das ist die Phase, in der wir sind. Und das ist vielleicht die größte Gefahr. Dass wir in genau diesem Augenblick denken, es macht schon jemand anders und vergessen, dass wir jemand anders sind für jemand anders. Und das heißt, in diesem Augenblick, wenn wir Punkt 1 und Punkt 2 gemacht haben und dann denken, vielleicht ist jetzt auch mal gut und ich mache es jetzt schon eine Weile und vielleicht gebe ich auf, weil es kann sich jemand anders mal kümmern. Ich habe auch andere Themen in meinem Leben und ich mache vielleicht noch so einen Roadtrip. Dann denken wir an Punkt 3 und daran, dass die entscheidende Kraft, die es gerade braucht, vielleicht gar nicht die ist, die auf der Straße stattfindet, sondern die Kraft in uns drin, dass wir uns treu bleiben in dieser Sache und dieses Weltvertrauen
aufbauen, was so hart bekämpft wird von allen Seiten auf dieser Welt. Die Klimakrise konnte es geben, weil wir es Apathie gegeben hat, weil man entschieden hat, wir können hier was zerstören, obwohl es andere Leute ihr Leben kostet. Vertrauen dagegen zu senden, die globale Empathie aufzubauen, das Herz aufzumachen, das ist wohl die radikalste Maßnahme, die man gerade ergreifen kann in dieser Zeit, in der es so erdrückend und gefährlich zu sein scheint, das Herz aufzumachen. Und in dem Sinne, der Akt des Widerstandes ist auch das, ist auch der Moment, wo wir sagen, wisst ihr was? Fuck it, wir machen das jetzt, wir machen das Herz auf. Und mit jedem Weltvertrauen, was wir haben, verstehen wir, dass wir die Hoffnung sind, die jemand anders so dringend braucht. Und ein Punkt noch, ich denke gerade in dieser Zeit, ihr wahrscheinlich auch, an viele Menschen, die Unterdrückung erfahren und Diskriminierung und die niemals in irgendeiner Mehrheitsgesellschaft, Teil einer Mehrheitsgesellschaft waren. Und ich glaube, in diesem Augenblick kann man sehr, sehr viel lernen von Menschen, die es kennen, zu verlieren, die vielleicht ihr Leben lang bekämpft wurden, ihre Existenz und ihre Identität, die vielleicht niemals ein richtiges Zuhause hatten. Das waren Menschen, für die Aufgeben niemals in Frage kam, weil es um alles ging. Und weil man die Hoffnung nicht an das geknüpft hat, was wir vielleicht am Ende des Weges erreichen können, sondern weil die Hoffnung immer das war, was wir in genau diesem Augenblick machen. Denn darum geht es ja. Die Vergangenheit können wir nicht verändern. Die Zukunft ist noch nicht da. Und Hoffnung ist, was wir in genau diesem Augenblick machen. Und wie sehr wir uns ernst nehmen und die Welt ernst nehmen. Und dann stellen wir fest, dass Ohnmacht auch immer ein Privileg ist. Von denjenigen, die offensichtlich noch nicht mittendrin sind. Im Gemetzel, in den Katastrophen, in den Krisen. Das heißt, vielleicht ist die Ohnmacht, die dann auf unseren Schultern liegt oder in uns drin liegt, auch eine gute Erinnerung daran, dass wir zu denjenigen gehören, die noch sehr, sehr viel machen können. Ja, soweit. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank, Luisa. Ja, bevor also, wir jetzt... Setz ich mich ja. hin? Ja, ja, ja. Okay. Setz dich gerne hin. Ja, ja, bevor wir jetzt mit der Frage- und Diskussionsrunde starten, habt ihr jetzt alle noch mal 3 Minuten, euch mit euren SitznachbarInnen auszutauschen und euch die Fragen durch den Kopf gehen zu lassen. Was nehmt ihr mit? Was hat euch berührt? Und welche Fragen sind aufgekommen? Und für die Fragen... Guck, da habe ich noch... Ich habe sogar... Ja. Nee. So, ja. Nein. Es tut mir leid, ich möchte mich wirklich für dieses Bild entschuldigen. Ich bin nett, normalerweise. Weiß ich auch nicht. Genau, und die Fragen, die aufgekommen sind, die könnt ihr ganz einfach festhalten, wenn ihr den QR-Code scannt, damit wir sie später mit in die Diskussion nehmen können. Und genau, ihr könnt aber auch andere Fragen hochvoten. Wenn die 3 Minuten um sind, würde ich euch ein kurzes Handzeichen geben. Genau, bis gleich. Ich habe mich gerade ganz erschrocken, dass jetzt alle das Ding, ihr scannt den QR-Code. Ne? Ich dachte, ja. Das muss man ein Foto machen. Schön, alles klar. Nee.
so. Wir würden jetzt weitermachen. Ich glaube, man hört mich nicht, oder? Ich glaube, dein Mikrofon. Okay, man müsste mich eigentlich jetzt... Man hört gar nichts. Okay. Wir starten jetzt weiter. Vielen, vielen Dank, dass ihr die Murmelrunde so gut genutzt habt und euch ausgetauscht habt. Ich glaube, nachher schnappt euch einfach die GesprächspartnerInnen und geht nochmal tiefer ins Gespräch. Wir haben jetzt noch die Gelegenheit, mit Luisa Neubauer weitere Fragen, die ihr gestellt habt, die im Vortrag aufgekommen sind, zu stellen. Und ich fange erstmal nochmal kurz an, weil in dem Gedicht, was ich zum Beispiel gesagt habe, hatte ich noch drin, ich bin glücklich darüber, was jetzt noch kommt. Aber das, was du gesagt hast, wir haben anfangs diesen Moment gehabt, dass man Spaß dabei hatte und irgendwann spürt man diese Ohnmacht und dass man einfach nicht vorankommt. Und es sind die Argumente, die mächtiger sind. Wie schaffen wir es, dass unsere Argumente mächtiger sind von einer Position, in der Macht vielleicht, also in der wir vielleicht nicht ganz so machtvoll sind? Hallo. Again. Ja, ich glaube, man muss da vorsichtig sein, weil natürlich ist, ich will nicht implizieren, dass es nicht, wir brauchen die Wissenschaft an unserer Seite. Und alles, was wir machen, geht, weil wir von einer Aufklärung in der Wissenschaft getrieben sind und weil wir verstehen, weil wir das ernst nehmen. Aber ich glaube, gerade aus dem Respekt aller wissenschaftlichen Erkenntnis gegenüber, müssen wir dann überlegen, ist es das wissenschaftliche Argument, was das mächtigste ist? Und leider ist es das oft nicht, sondern dann braucht es eben die Ergänzung. Und ich glaube, eine ganz banale Feststellung wäre, um ein Argument oder einen Punkt, um den mit Macht auszustatten, muss man sich fragen, wer ihn spricht. Und um nochmal den völlig hier unterrepräsentierten Kollegen Lindner an die Debatte reinzuholen. man muss sich jetzt zum Beispiel, Deutschland wäre jetzt eine ganz praktische Situation, wir wollen jetzt ein Tempolimit haben und wer überzeugt den Christian davon, dass es das braucht? Wer hat die Macht, mit ihm darüber zu sprechen? Und ist es unsere Demo zum Beispiel, die ihn beeindrucken, ihn erreichen wird? I don't think so. Sind es vielleicht aber 100 FDP-Mitglieder, die einen offenen Brief schreiben und sagen, Leute, wir steigen aus, wenn ihr nicht mal das Minimaß an Larifari-Klimaschutz mit einem Tempolimit machen könnt? Sind es die 1000 FDP-WählerInnen, die sagen, Leute, wofür haben wir eigentlich gewählt mit dieser Bilanz? Wir wollen doch freiheitlichen Klimaschutz, was auch immer. Und auf einmal hast du dasselbe Argument, aber durch eine andere Stimme kanalisiert, mächtiger. Die Frage von Zeitlichkeit ist auch eine entscheidende. Nächste Woche zum Beispiel werden die fossilen Profite von den großen fossilen Konzernen bekannt gegeben. Und das ist, wie meine Großmutter sagen würde, kriminell, was da passiert. Und das zum Beispiel ist ein Zeitraum, in dem jedes Argument, was diese fossilen Profite in Frage stellt, viel mächtiger ist als zum restlichen Teil des Jahres. Das zum Beispiel, also nur um ganz banale, also ganz praktische Punkte dazu zu nennen. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt aus Zauberhand irgendwelche Macht vom Himmel rufen, sondern dass wir uns eben Gedanken machen darüber. Wer sagt was? Wie wächst Macht? Macht wächst durch Zeitlichkeit, durch Timing, durch Stimmen, durch Personen, durch Institutionen. Manchmal ist es auch eine Masse, da müssen wir eine Masse organisieren, das ist auch okay. Manchmal wächst Macht dort, wo gemacht wird. Also in dem Ort, wo sich zum Beispiel die evangelische Kirche zusammentut und sagt, bei unseren Dienstwagen müssen sich alle, die da drin fahren, ans Tempolimit halten. Es wäre das Tempolimit von unten und auf einmal ist die Institution, die einfach loslegt, ein Machtfaktor. Ja. Also alle zusammen in die FDP eintreten und dann Christian Lindner schreiben. Wow. Ja, da müssen wir sehr viel meditieren. Ja. Ja, ne? Ja. Jetzt haben wir hier eine Frage aus dem Publikum, nämlich kürzlich berichtete die Tagesschau darüber, welche Krisen aktuell die Gesellschaft beschäftigen. Die Klimakrise war dabei erschreckend weit unten. Ja. Und jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, also ich finde es ist, wir haben schon über die Medien ja kurz gesprochen, ich halte es für total problematisch, dass man Menschen vor die Wahl steht, sich zu entscheiden, welche Krise für sie am wichtigsten ist. Ja. Ich würde behaupten, dass auch derjenige, der gerade, der jetzt an der Ostsee steht und diese Sturmflut erlebt hat, sich dann doch vielleicht in dem Augenblick mehr fragt, kann ich meine zerrüttete Ehe retten? Was ist denn das für eine Frage? Also als ob wir Menschen nur Kapazitäten für exakt eine Krise haben.
In der 8. Klasse hatten wir, glaube ich, 11 Schulfächer. Wir haben das hinbekommen. Also wir schaffen mehr Krisen wahrzunehmen. Und wir schaffen das, das kann man also sagen, und wir schaffen auch dann im besten Falle integrativ über diese Krise nachzudenken. Also dass wir eine Inflation auch haben wegen einer fossilen Abhängigkeiten, die Inflation begünstigen. Und wir auf einmal feststellen, wenn ich mir Sorgen um Inflation mache, dann mache ich mir eigentlich auch indirekt Sorgen darüber, wie es um unsere Energiesysteme steht. Das geht aber nicht, wenn sozusagen eine Politik/Medienlandschaft sich zum Auftrag nimmt, Krisen möglichst isoliert zu behandeln und dann Menschen damit gegeneinander auszuspielen. Und das heißt, ich glaube, das ist sozusagen im Zweifel dann nicht der Job, den wir wollen, aber den Job, den wir haben, über Krisen so zu sprechen, dass sie widerspiegeln, was sie wirklich sind, nämlich immer vernetzt und verwoben und immer integrativ. Und das Schöne ist, in dem Augenblick, in dem wir Krisen zusammen denken, in dem wir aufhören, so zu tun, als hätten wir exakt eine Krise, um die können wir uns kümmern, um jeden Preis, dann können wir auch mit Synergien arbeiten. Wurde vorhin schon genannt, die synergetischen Effekte, also dass wir nicht mehr eine Krise bewältigen, indem wir 5 neue produzieren, sondern indem wir Lösungen finden, die 2, 3, 4 Krisen gleichermaßen angehen. In Deutschland ist, finde ich, ein super gutes Beispiel dafür die Luftverschmutzung. Deutschland ist eines der Länder weltweit, wo am meisten Menschen pro Jahr durch Luftverschmutzung sterben. Würde man zum Beispiel durch ein Tempolimit in Innenstädten auch Luftverschmutzung runterkriegen, würde man einerseits humanitäre Schäden kosten, Menschenleben schützen, man würde aber auch das Gesundheitssystem entlasten, man würde Angestellte im Gesundheitssystem entlasten, die auch wieder krank würden, man würde die Straßen zu einem Raum machen, wo sich auf einmal Kinder auch sicher fühlen können, genauso sicher zumindest wie SUVs, man würde so einen Generationeneffekt reinbringen, man würde mehr Raum haben, zum Beispiel für die Älteren, die dann vielleicht mehr partizipieren können und so weiter und so fort. Also da sehen wir, dass das schon geht, dass wir uns eigentlich einen Gefallen tun. Ich glaube, es gibt einen Haken und das ist, dass wir, ich spreche immer so, wir, ne, wir Ökos, ihr könnt euch kurz alle mitgemeint finden, das ist ein gutes Gefühl. Dass dieses Argument, ich glaube, das kennen viele, Klima ja, aber nicht jetzt, das sitzt tief, weil viele aus moralischen Gründen heraus sich der Klimakrise gestellt haben. Und wenn dann jemand anders kommt und sagt es aber moralisch gerade nicht ganz angebracht, jetzt über das Klima zu sprechen, dann schreckt man zurück und sagt, oh ja, stimmt, die Moral und so. Und das ist aber auch ein Kalkül. Das ist ein Kalkül, immer wieder zu sagen, Klima aber nicht jetzt, selbst wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Ne? Dann nochmal erst gucken, wie die Dividende ist. Das heißt, da müssen wir vielleicht über unseren eigenen Schatten springen. Und wo das gut geklappt hat, das war das Ahrtal. Da, ihr erinnert euch, katastrophale Entwicklung, katastrophales Hochwasser. Und wir haben damals in der Klimabewegung ganz bewusst gesagt, das ist eine Klimakrise, die ist hier und wir wagen es, uns die nächsten 3 Tage beschimpfen dafür zu lassen, dass wir jetzt über das Klima sprechen, wo wir doch wirklich andere Sorgen haben und siehe da, es ist in das gesellschaftliche Gedächtnis eingezogen als eine Klimakatastrophe. Das war aber Arbeit, das war kein Zufall, das war eine Entscheidung. Das geht auch und auf einmal dürfen wir darüber sprechen als eine integrative Krise. Dass die Krisen gelöst werden können und was da eigentlich noch dazu beiträgt, dass wir mehr, also eine lebenswertere Welt haben, wenn wir die Klimakrise angehen. Warum schaffen wir es, dieses Narrativ nicht in die Medien? Und warum ist es so schwer, dass auch, also müssen mehr Katastrophen wie das Ahrtal, was ja schon passiert, aber vielleicht auch in Deutschland noch passieren, damit wir darüber reden können, dass diese multiplen Krisen zusammenhängen und was eigentlich für multiple Lösungen und gute Sachen daraus kommen, wenn wir uns jetzt dafür einsetzen? Super wichtige Frage. Ich glaube, es ist das größte, Superlative. Es ist eins der größten Missverständnisse oder ich glaube Fehlannahmen unserer Zeit, dass in Sachen Klima, dass man denkt, noch eine Katastrophe und dann haben es alle verstanden. Und die große Geschichte aus diesem Sommer in Europa ist, ich war in Slowenien, wir haben mit den Freunden gesprochen, in Spanien, in Italien, in Österreich. Die große Geschichte von diesem Sommer ist, jede Krise macht sozusagen, jede Krise schränkt uns mehr ein. Jede Krise macht es wahrscheinlicher, dass sich Populisten wie Meloni in Italien in die Fluten stellen und sagen, das waren die Klimakids. Ich war in Slowenien, ich habe meine Freundin da besucht, riesengroßes, schreckliches Hochwasser. Sie ist Aktivistin und ihr wurde die Schuld gegeben, weil sie sich eingesetzt hatte für mehr Grünflächen. Und die Argumentation der Rechten war, hätten wir diese Grünflächen bebaut, hätten die Grünflächen nicht überschwemmt werden können. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sei der Herr. So. Aber das hat gegriffen. Und auf einmal, wir sind hingegangen, maßgeblich, um aus sozusagen mit einer ausländischen Perspektive nochmal darüber zu sprechen, dass es dann doch wohl eher ein Klimaproblem ist. Gleiches, und das sehen wir überall in Brasilien, wen geben da viele der Bauern, gerade im Amazonas-Regenwald, die Schuld für die Brände? Greenpeace.
weil wäre es nicht Greenpeace gewesen, wären die Bäume ja schon gefällt gewesen. Dann hätten sie gar nicht brennen können. Gleiche Geschichte im Ahrtal. Da wurde den Ökos die Schuld gegeben dafür, dass die Bäume auf die Autos gefallen sind, weil hätten die Bäume schon gefällt werden dürfen, dann wären sie nicht auf die Autos gefallen. Also was ich sagen möchte, die da draußen, die werden jede Krise instrumentalisieren und komme, was wolle. Und jede Krise wird weiter an Budgets nagen, an politischen Aufmerksamkeiten, an unserem Vermögen langfristig zu denken und es unwahrscheinlicher machen, dass wir dem was entgegenstellen. Und andersherum ist ja die ganz große Frage im Raum, warum ist die Luftverschmutzung in Deutschland ein riesengroßer Gesundheitsskandal, warum ist es keine Krise? Warum haben wir keine Luftverschmutzungskrise in Deutschland? Denn auch die Frage, wer entscheidet, was eine Krise ist und was keine Krise ist, ist wieder eine Machtfrage. Niemand in Deutschland von anscheinend politischer Bedeutung in der Politik, in der Regierung, hat ein Interesse daran, dass wir eine Luftverschmutzungskrise haben, weil Bruno Latour sagt es, nennt es eine präskriptive Potenz. Wenn man anerkennt, wir haben eine Luftverschmutzungskrise, dann ist die Annahme schon so präskriptiv, das ist praktisch eine To-Do-Liste. Autofreie Innenstädte, Tempolimit, Reifen, Veränderung, dass da weniger Feinstaub kommt, Kohlekraft zu runterfahren. Das sind die Sachen, die man macht. Darauf hat niemand Bock, deswegen darf es diese Krise nicht geben. Das heißt, ich glaube, die Aufgabe von uns ist viel weniger, auf die neue Katastrophe zu warten, sondern anzuerkennen, wo die Katastrophen jetzt sind und gemeinsam diese Katastrophen zu Katastrophen zu machen und zu politischen Krisen, die sie eigentlich sein sollten. Und auch das wieder ist eine Frage von Machtaufbau, von Gegenmacht. Darum geht es in meinen Augen gerade. Ja. Und ich finde es hoffnungsvoll. Wir müssen nicht auf irgendeine Katastrophe warten, die uns die Arbeit abnimmt. Wir müssen nicht Menschen riskieren aus dem Kalkül heraus, dass wir politisch dann was bewegen können. Wir haben alles, was wir brauchen. Wo siehst du die Aufgaben von Universitäten in der ganzen Geschichte? Also wir sind ja jetzt hier die Schnittstelle so ein bisschen zwischen Forschung, Lehre und Transfer. Und sollten wir mehr an den Universitäten auch vermitteln, wie man Machtstrukturen hinterfragt, wie man Machtstrukturen aufdeckt, wie sie sich zusammensetzen, um auch dort was zu verändern? Ja. Naja, ich glaube, ich habe Fridays for Future in Berlin gestartet. Ich zeige immer da oben hin zu mir. Servus. Ich habe Fridays for Future in Berlin gestartet, weil ich das so ungerecht fand. Ich studiere Geografie, ich fand es so ungerecht, dass man uns das ganze Wissen über die Klimakatastrophe hinlegt und wir sollen es bitte auswendig lernen, alles ganz fein säuberlich und niemand sagt, was wir damit machen. Und ich fand es respektlos jungen Leuten gegenüber. Ich dachte, wisst ihr was wollt ihr denn von uns? Was sollen wir sagen, ist das hier ein Trainingskurs, sei ein Arschloch in dieser Welt. Lernen alles, was schief läuft und dann tu nichts. Das Ende der Empathie, so hat sich das angefühlt. Und das frustriert, das empowert nicht. Deswegen glaube ich auch, muss man so vorsichtig sein mit dieser generellen Annahme, dass uns mehr Bildung irgendwie in der Klimakatastrophe kategorisch weiterhilft. Es kommt auf die Art der Bildung an, was wir daraus machen. Und natürlich ist das die Frage. Und ich glaube auch, dass wir so dringend über den Weg sprechen müssen. Wir wissen, was schiefläuft und wir wissen, wo wir hinkommen können. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie kommen wir von A nach B? Ganz praktisch. Und das zum Beispiel sind ganz massiv Machtfragen und es wird, macht da was. Jetzt sitzen hier ganz viele Studierende und eine der meistgevoteten Fragen ist, was kann ich als Privatperson machen? Ich glaube, das kriegst du ganz oft gestellt, diese Frage. Und ist es vielleicht, Alice Weidel das Schnitzel wegzunehmen oder welche? Das kam nämlich auch als Frage auf. Genau, was kannst du uns mitgeben, auch wenn das... Ja, aber es ist auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie bereichernd, dass dann, oder nicht bereichernd, aber ich finde es irgendwie erleichternd, dass wir jetzt auch irgendwie das alles sich sozusagen so offensiv auf eine Seite stellt. Es wird immer klarer abzusehen, wo die Schnitzellinie verläuft. ich glaube, es gibt ja eine sozusagen eine ganz grundsätzliche Sache, das ist natürlich... Nee, anders. Okay. Ich habe meine Meinung ein bisschen geändert, weil normalerweise würde ich sagen, das Wichtigste, was du als Individuum tun kannst, ist, weniger Individuum zu sein und mehr kollektiv zu sein. Also wie Bill McKibben aus den USA das so gut sagt, der ganz tolle Klimamensch. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, es gibt aber noch eine andere Sache, die wir mit uns selbst ausmachen müssen. Und das ist diese Frage, wie wir wieder uns selbst hören können, so. Das klingt jetzt ein bisschen abgedreht, aber was ich meine ist,
In der Klimafrage sagt man ja ganz oft, ah, wann war dein Aha-Moment? Und dann sagt man so, wann hat es Klick gemacht? Und dann erwartet man so die Studie oder damals, als ich mit Markus Lanz in der Antarktis war. Also, er ist da ganz gerne, der Gute. Genau. Und diese Sache mit dem Aha-Moment ist so lustig, weil es impliziert irgendwie, wir haben uns schon so, also es normalisiert die Tatsache, dass wir uns so weit von der Welt entfremdet haben, dass wir irgendwie so einen Untergang vor uns brauchen, um irgendwie zu sehen, was da passiert. Und jeder, der aber heute sagt, ich finde so Kleinkinder zeigen uns das gut, die stehen völlig entgeistert vor jedem Stückchen Plastik auf dem Boden und sagen, was ist hier los? So, und die haben nicht, die waren nicht in der Antarktis, wahrscheinlich nicht. Und die haben nicht die Studien gelesen, aber die sehen, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das heißt, ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass wir uns sehr abtrainiert haben, die Welt um uns herum zu sehen, uns darin zu sehen, uns verbunden zu fühlen, uns eins zu fühlen mit der Umwelt, die ja keine Umwelt ist, sondern eine Mitwelt. Und dass vielleicht für uns eine ganz persönliche Aufgabe daran steht, das zu machen. Mal so hinzugucken, so hinzuhören. Was hören wir da eigentlich da draußen? Dann muss nicht der Aha-Moment sein, die Eisscholle, die wir dann fast nicht mehr zusammen mit Lars dem Eisbär irgendwie bekommen haben. Sondern ist der Aha-Moment ist der Moment, wo wir einmal in den Himmel gucken und in den Baum gucken und einen Schmetterling angucken. Was auch immer, all diese kitschigen Dinge machen, die so wahrhaftig und so offen und vor uns sind. Und es hat, glaube ich, was mit einem inneren Frieden zu tun, den wir da einmal, den wir für uns brauchen. Und ich finde das eigentlich ermutigend, sich zu überlegen, dass jeder Wandel, der da draußen in der Welt passiert, ist auch immer ein Wandel, der für einen Moment dann erstmal in uns passieren muss. Dass wir uns spüren, dass wir überlegen, wo liegt eigentlich unser Schmerz? Wovor laufen wir weg? Wem wollen wir was beweisen? Wovor haben wir denn eigentlich so sehr Angst? Und sich dem zuzuwenden und das anzuerkennen und daraus Kraft zu schöpfen und dann loszugehen und was zu tun, das verändert die Distanzen, mit denen wir arbeiten. Die Welt da draußen kann sich sehr weit weg anfühlen. Gerade wenn man viel mit der Deutschen Bahn reist. Die Welt in uns drin, die ist eigentlich ganz nah. Manchmal fühlt sie sich ganz weit weg an, aber sie ist ja eigentlich da. Einatmen, ausatmen, hinhören, nochmal einatmen, ausatmen, das ist nicht, das können wir eigentlich alle. Das heißt, das wäre die erste Sache. Dann sich zusammentun, ist das Nächste. Und danach, glaube ich, ist es in meinen Augen alles entscheidend, dass wir gerade uns als junge Menschen bewusst machen, die Klimakrise interessiert es überhaupt gar nicht, wie unser Zeitplan gerade aussieht. Und dass wir das und das machen und dann haben wir vielleicht das Sabbatical und dann haben wir auch den zweiten Abschluss und dann, nachdem wir das Praktikum gemacht haben, dann wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt. So. Ich bin das erste Mal in eine Kohlegrube gegangen, weil ich einen Sticker gesehen hatte, auf dem stand, das Klima interessiert es nicht, ob du deinen Bachelor hast oder wann du deinen Bachelor machst oder so. Und ich fand es so griffig und so kurz und ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Stimmt wirklich. Und ich bin gegangen und es war die beste Entscheidung. Und damit meine ich nicht, schmeißt alles über Bord, aber es heißt, dass wir anders über Prioritäten nachdenken müssen. Für uns alleine. Danke. Ja, wenn man sich dann irgendwann auf den Weg macht, das haben wir auch schon oft gespürt, kommt man dann irgendwann, trifft man dann auf Menschen, die das Klima leugnen, die ignorant sind. Und das hat ja eine Spannbreite von Diskussionen bis hin zu Leuten, die uns schon zugerufen haben, wir zünden euren Stand an. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie gehen wir mit diesen Personen um? Oder wie gehen wir an sich mit sowas um? Denen würde ich die Streichhölzer wegnehmen. ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also Leute, also das ist ja, wie gesagt, das ist ein großes Spektrum. Und es gibt ganz krassen Hass von Leuten und ich glaube, dem muss man, da muss man jetzt nicht denken, komm, wir setzen uns mal hin und wir machen ein Plenum, gutes Check-in und dann kommen wir wieder alle auf denselben Vibe. So, das wird da nicht passieren. Ich glaube, es gibt aber ganz, ganz viele Menschen, die haben das Gefühl, dass sie, oder das Klima anzuerkennen als die große Dominante unserer Zeit, ist auch immer eine Frage, die kränkt. Die Ersten gehen. Ja. Sorry. Das ist eine Kränkung, weil wir uns unser Leben anders vorgestellt haben. Das ist eine Kränkung, weil wir feststellen, komisch, ich bin schon 45 Jahre alt und ich bin Parteivorsitzender und irgendwie habe ich das Problem vergessen, das so entscheidend ist. Oder es kränkt, weil man denkt,
es ist irgendwie nervig und ich hatte mir das doch irgendwie ausgemalt, wie das Leben aussehen kann. Es kränkt, weil man denkt, ich esse schon eigentlich auch ganz gerne das und das. Es kränkt, weil man denkt, fuck, mein Kind hat recht, nervt. Es kränkt, weil man denkt, ich habe mir das irgendwie leichter vorgestellt im Leben. Das ist alles sehr kränkend und ich glaube, aus dieser Kränkung heraus kommt sehr viel Ablehnung. Kommen viele Leute, die sagen, fickt euch und euer Klima und mir ist alles egal und fahr nach Greta oder so. Und ich glaube, da ist es wichtig, ein Auge für zu haben. Und ich glaube, bei uns jungen Menschen, ich glaube, wir können ein bisschen rigoroser miteinander sein und ich finde es gut, wenn wir uns manchmal einfach mitschleppen zu irgendeiner Veranstaltung und mal gucken, was da passiert. Aber gerade mit so Älteren, glaube ich, ist es wichtig, dass wir im Hinterkopf behalten, dass es einen Weg geben muss, würdevoll die Seite zu wechseln. Und niemand kann würdevoll die Seite wechseln, wenn neben ihm Klimaaktivist brüllt. Da muss man den Raum geben, dass sich Menschen ihre eigenen Gedanken machen können und sozusagen mit offenen Armen dastehen und aber vielleicht auch auf das Recht haben, an der Stelle verzichten. Das. Und dann, gibt es noch eine ganz tolle Taktik, das haben wir am Anfang gemacht mit Fridays for Future. Das ist ein psychologischer Effekt, dass wir ganz dringend wollen, dass unsere Taten zu unserer Meinung passt. Also deswegen ist es mit Fleischessen so schwierig. Leute, die Fleisch essen, finden, das ist einfach psychologisch, wir wollen dann nicht hören, wir wollen dann nicht wahrhaben, dass irgendwie Veganismus oder pflanzliche Ernährung gut ist, weil wir essen ja gerade das, also es passt da nicht zusammen. Das ist dieses Dissoziative, vor dem wir eigentlich so viel wegrennen. Und der positive Effekt davon ist, wenn man Leute zu einer Demo mitbringt, ohne dass sie genau wissen, was passiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie dann das gut finden werden, was da passiert, weil sie sind ja selbst da, es soll zueinander passen. Das haben die Rechten sehr gut für sich genutzt und so zum Beispiel in diesen Abtreibungsdebatten ganz viele Menschen gegen Abtreibungsfreiheiten radikalisiert, die eigentlich nur so mitgekommen sind, so für Frauen und auf einmal standen sie da, umringt von irgendwelchen transfeindlicher Kackscheiße und wurden selbst irgendwo reingezogen. Wir haben es aber mit Fridays for Future andersrum gemacht. Wir haben den Leuten gesagt, bringt alle Freunde mit, die ihr habt und probiert es, macht sozusagen, kommt mit als Community-Event und ihr müsst nicht alle eins mit dem Fakt überzeugen, ihr könnt einfach sagen, komm, wir gehen nach der Schule oder vor der Schule oder während der Schule oder wann auch immer, wir gehen da mal vorbei. Das heißt, vielleicht muss man mancher Freunde überzeugen oder Leute überzeugen, aber ich glaube, eines der effektivsten Mittel, was wir haben, ist, jemanden mal mitzunehmen. Vielleicht sitzt ja auch heute jemand, der eine oder andere hier im Raum. Und dann mal zu gucken, was passiert, hat ganz gute Bilanzen. Dankeschön. Du hast auch ganz viel über Hoffnung gesprochen, Ohnmacht und wie man dann aber wieder in die Hoffnung kommt. Und ich wollte einfach mal eine Frage ans Publikum stellen. Wie groß ist denn eure Hoffnung, dass wir die Klimakrise bewältigen können? Hier unten ist so null, also so sehr wenig Hoffnung. Hier oben ist in voller Hoffnung, wir schaffen das auf jeden Fall. Denkt kurz darüber nach, für die Leute, die gerade im Stream zuschauen. Wir werden euch auch im Mentimeter, werdet ihr eine Skala finden und da könnt ihr auch mitmachen. Also denkt drüber nach und dann zähle ich runter. Also hier unten wenig Hoffnung, hier oben viel Hoffnung. 3, 2, 1. So, ihr da mit den Geschreckten, wir können gleich mitkommen. Okay, wir sehen hier im Publikum eher so eine so in der Mitte, einige sind voller Hoffnung. Luisa, was sagst du zu diesem Stimmungsbild? Also beeindruckend, hier wurde sehr dedicated geshaked. Ich finde das cool. Ich finde das interessant, aber nicht ausschlaggebend, weil es ist, Hoffnung ist nicht das Ende vom Weg. Hoffnung ist der Weg. Und das ist so ein Riesenunterschied. Würde ich meine Hoffnung daran knüpfen, dass RWE nächstes Jahr sein Geschäft dicht macht, weil ich halte es für einen wirklich, wirklich korrupten Scheißkonzern. In den Worten meiner Großmutter. Ja, ist auch egal. Dann werde ich ja nur unglücklich. Dann mache ich mich ja unglücklich. Die Hoffnung kommt nicht davon, was wir irgendwann erreichen könnten. Das ist gut, das sind unsere Ziele, die brauchen wir. Das ist toll, Meilensteine und so weiter und so fort. Aber Hoffnung ist das, was wir in diesem Augenblick machen. Ist das, was wir entscheiden, in die Gegenwart zu investieren. Das ist das größte Geschenk, was wir der Zukunft machen können, in die Gegenwart zu investieren, in diesem Moment, in das Hier und Jetzt, in uns selbst, in unseren inneren Frieden, in unseren äußeren Frieden und in das, was wir in diesem Augenblick verändern können. Das ist, warum wir das machen. Das ist kein Glaubenssystem, sondern das ist eine Praxis. Und das heißt, man kann auch sehr hoffnungslos die richtigen Dinge machen. Das ist ein bisschen egal. Weil wir verstehen, es ist eine Entscheidung, die wir selbst fällen. Und das Beruhigende ist, finde ich,
wir alle werden einfach immer nur mehr Krise erleben. Das heißt, und selbst wenn wir uns entscheiden, das Klima ist mir jetzt komplett egal, es werden genug andere existenzielle Krisen da sein, die uns das Leben schwer machen. Das heißt, eine Haltung zu finden, dem zu widerstehen, also der Ohnmacht oder der Hoffnungslosigkeit zu widerstehen, einen inneren Frieden zu finden, eine innere Widerstandsfähigkeit, so Resistance zu finden. Das ist gerade, also auch für Ältere, aber auch wenn man jung ist, ist es so ein kluges Investment, weil unser ganzes Leben lang werden wir davon profitieren, wenn wir eine Möglichkeit finden, die Hoffnung in uns selbst zu finden. Und manche brauchen wir Buddies rechts und links, die uns dann, wenn wir keine Kraft gerade haben, Hoffnung geben. Oder brauchen wir Geschichten, die uns inspirieren. Das gehört ja alles dazu, das ist ja auch ein Ökosystem, aber letztendlich kommt das ja von uns drin. Und ich möchte nicht irgendwann mich fragen müssen, haben wir damals vielleicht die große Chance, die wir gehabt haben, versäumt? Ich glaube, ich würde damit nicht glücklich werden. Ich möchte nicht so auf mein Leben zurückblicken. Und ich glaube, vielen anderen geht es auch so. Und am Ende werden wir sehen, was dabei rumkommt. Wir werden um alles kämpfen, was wir haben. Und wir werden vor allem wissen, dass wir alles gegeben haben und dass wir niemanden zurückgelassen haben und dass wir keine falschen Freunde gemacht haben und keine falschen und korrupten Kompromisse gemacht haben. Dafür machen wir das und für dieses Gefühl stehen wir ein, nicht morgen, nicht übermorgen, sondern heute. Danke. Ja, vielen Dank, Luisa, das war das perfekte Schlusswort. Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute Abend bei uns dabei warst. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir noch, bitte ich nochmal kurz unseren Vizepräsidenten für Studium und Lehre auf die Bühne, weil wir haben nämlich noch ein Buch vorbereitet und ja, was es damit auf sich hat, kann er noch ganz kurz sagen. Ein Buch vorbereitet ist gut, das Buch ist schon, schon ein vielfacher Band, das ist das Gästebuch, das goldene Buch unserer Universität. Das weiß ich. Ganz besondere Ehrengäste eintragen. Dürfen, da stehen viele bedeutende aus dem politischen Raum, aus dem wissenschaftlichen Raum drin. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie. Ja, ich hätte noch mal meine Handschrift üben müssen. Daran okay, zu unterschreiben. Kann das jemand meiner Mutter sagen, bitte? Vielleicht reißt sie das raus. Wir werden ein Foto machen. Wenn ich nur eins. Ja, oder erstmal unterschreiben. Hier wird es einen Eintrag geben, der relativ neutral einfach beschreibt, zur Eröffnung, zu Beginn der Vorlesungsreihe Voices for Climate, besuchte die Autorin und Organisatorin vielfacher Klimaschutzaktionen, Luisa Neubauer, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, um mit Studierenden und weiteren Mitgliedern der Universität in den interdisziplinären Austausch über die Themenfelder Klimakrise, intergenerationelle Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit zu treten, Mainz, der 23. Oktober. Gerne können Sie Dankeschön, auch noch was okay. dazu schreiben. Wir wissen aber keineswegs, ganz viele machen ihre Unterschrift und das wird dann kalligrafisch als Titel dahin geschrieben. Also ich fühle mich ganz so geehrt, aber ich fühle mich auch, als würden wir so einen Ehevertrag jetzt mit der Uni schließen. Es gibt kein Kleingedrucktes. Es gibt keine AGBs hier hinten drin, Kleingedrucktes. Ja, okay. Hierhin? Nee, da hin, da drunter. Okay, da drunter. Hier so drunter vielleicht erstmal im Schiff probieren. Ach, im Schiff probieren. Okay. Aber so ein guter Lami. Ja. Ich schreibe auch noch da. Okay. Vielleicht an dieser Stelle, um die Aufmerksamkeit nicht nur auf Luisa zu haben. Wir bedanken uns auf jeden Fall für alle Fragen, die ihr gestellt habt. Wir können natürlich nicht alle Fragen immer beantworten, aber stellt gerne fleißig weiter, vielleicht auch nur kurz aus dem, die online dazu geschaltet haben. Ihre Hoffnung ist bei 4,7 von 10. Und ich dachte gerade, du meinst Grad Celsius. So, Leute. Okay, ich habe es geschafft. Dankeschön für euren Beistand. Okay, danke. Ach so, jetzt müssen wir noch. Haben wir so einen kleinen. Okay. Okay.
Ein letztes Wort noch von mir. Ganz, also tausend Dank auch von meiner Seite. Und was ich jetzt mitnehme als Learning von meinem Bereich, den kleinen Bereich sozusagen mit zur Verantwortung, ein bisschen was Universität ist und Klimamodul, nur diesen einen Teil. Es ist eine wunderbare Begründung dafür, was wir, glaube ich, immer entwickelt haben in den letzten Semestern, zu sagen, wir brauchen natürlich die Fakten, die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, die Empirie, was wir ganz, ganz wichtig brauchen, sind auch Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften. Sie sitzen wunderbar vertreten, alle hier, um genau das zu tun, was Sie gesagt haben, nämlich darüber zu nachzudenken, was sind Ideologien, was sind Machtstrukturen, was ist die Kultur der Kommunikation, wie kommen wir da weiter. Ganz tausend Dank, eine wirklich wundervolle Eröffnung genau dieses Semesters und unseres Projektes. Sehr gerne, sehr gerne. Wir hoffen sehr, dass euch diese erste Vorlesungsreihe gefallen, oder nicht Reihe, sondern die erste Auftaktveranstaltung gefallen hat, und wir würden gerne eure Erwartungen, Wünsche und Erfahrungen mit in die Vorlesungsreihe einbauen und haben hier eine Umfrage vorbereitet. Die wird gleich per QR-Code einscannbar sein. Ihr werdet es aber auch nochmal per Mail bekommen, und es ist wichtig, eine Vorher-Nachher-Umfrage, deswegen wäre es gut, wenn ihr sie wirklich nach der ersten Veranstaltung ausfüllt. Genau, und die Studierenden unter euch, genau, wenn ihr als Zusatzqualifikation diese Vorlesungsreihe anerkannt haben wollt, dann müsst ihr die Studienleistung form vom Portfolio abgeben, aber dazu gibt es bald genauere Informationen, die findet ihr auf Moodle. Wir schicken auch nochmal eine E-Mail rum, und Leute, die hier mit Modulbezug sitzen, müssen einfach ihre Prüfungsordnung beachten. Genau. Und ja, und neben unserer Vorlesungsreihe gibt es dieses Wintersemester auch noch viele weitere spannende Veranstaltungen. Zum Beispiel macht die Meteorologie eine Vorlesung zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen für nachhaltige Entwicklung. Aber auch die Stadt Mainz mit der Volkshochschule und Mainz-SEO haben immer wieder Workshops und Vorträge, die sehr spannend sind zu diesem Thema. Und das war heute erst der Start in diese aufregende Veranstaltungsreihe, und euch erwarten noch ganz viele weitere Highlights aus den verschiedenen Fachbereichen, von tropischen Krankheiten aus der Medizin über die Rolle von Musik, sogar mit einem Live-Act. Wir haben verschiedene Ausstellungen vor dem Raum, und es gibt auch gerettetes Essen von Foodsharing. Es gibt einen Vortrag aus der Informatik, welchen Beitrag leistet eigentlich KI, also wirklich ganz viele spannende Sachen, und eine Kinovorlesung mit Popcorn und Zuckerwatte mit Professor Dr. Schellenhuber. Er ist einfach der Mann, der die Kipppunkte in die Wissenschaft eingeführt hat und einer der weltweit renommiertesten Klimaexpertinnen, und hat auch schon Papst und die Bundesregierung mitberaten. Also freut euch wirklich auf jede einzelne Vorstellung, es wird jedes Mal ein Highlight. Genau. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, das Zukunftsmodul, das lebt von den Menschen, die es aktiv unterstützen und die es mitgestalten. Aus diesem Grund nochmal den Hinweis an Studierende, ihr könnt bei uns Praktikum machen, das wird in vielen Studiengängen anerkannt. Ihr könnt bei unserem Studierendenbeirat aktiv werden, aber auch die Dozierenden und Mitarbeitenden der Uni, werdet Teil unseres Zukunftsnetzwerks. Und folgt uns auf Instagram, Zukunftsmodul. Danke. Ja, kannst du gerade die Folie noch umschalten? Ja. Ach so, ja. Ja, jetzt bleibt mir an dieser Stelle nur noch Danke zu sagen. Und ja, diese Veranstaltung wäre nicht möglich gewesen ohne mein Team. Ein ganz großes Danke geht an Christian Große, an Valentina Beutschewa, an Frederike Priem, an Nora Henschel und an Juliane Müller. Und auch nochmal Danke für die professorale Unterstützung durch Klaus Wendt, Sebastian Seifert, Makarete Imhof und Stefan Scholli und natürlich Doris Vollmer, deren Plakate ihr bestimmt überall schon in der Stadt Mainz und auf dem Campus gesehen habt. Für die finanzielle und ideelle Unterstützung danke ich dem Gutenberg-Lehrkolleg. Ich danke der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz. Und man kann ihnen eigentlich gar nicht
so viel, man kann Ihnen gern Danke genug sagen. Das ist unser Technikteam, das ist Lukas Herzog, Tom Augustiniak und das Technikteam von OKTV, die diesen Livestream ermöglicht haben. Und natürlich die Referierende. Eine habt ihr jetzt schon kennengelernt, die anderen werdet ihr in den nächsten 13 Wochen kennenlernen. Und es sind so viele tolle Menschen dabei. Und ja, ich freue mich richtig drauf, aber die werdet ihr ja noch kennenlernen. Und ja, dann noch ein Danke an die vielen einzelnen UnterstützerInnen, dem Universitätspräsidium, David Bauer, der die Technik Sicherheit mit koordiniert hat, unseren Studienbüros, unserer Presseabteilung, der UB, die haben einfach einen coolen Büchertisch gestartet, die jede Woche die Themen wechselt. Also Tipp, mal in die Revi-Bib zu schauen. Und natürlich allen Helfenden, die heute Abend dabei waren und dafür gesorgt haben, dass dieser Abend reibungslos funktioniert. Und natürlich ein Danke an meine Co-Moderation, Inga Taumibui. Und wahrscheinlich das größte Dankeschön auch an Timo Graffé, der dieses Projekt initiiert hat, hartnäckig dran geblieben ist und es bis in die Strukturen verankert hat. Danke, Timo, dass du so viel Herzblut in dieses Projekt hast, damit wir alle hier zusammenkommen. Deswegen nochmal einen großen Applaus an Timo. Und jetzt nochmal ein großes Dankeschön an Luisa Neubauer, die heute extra von Berlin nach Mainz gekommen ist. Und ganz großes Dankeschön an euch, liebes Publikum, dass ihr hier seid, dass ihr euch angemeldet habt, per Livestream dazugeschaltet seid, weil ich glaube, wir wissen alle, wir sind diejenigen, die etwas verändern können. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Nächste Woche sehen wir uns wieder, 18.15 Uhr hier im Revi. Und es geht um Chemie, also die chemische Perspektive, Wasserstoff als Ausweg aus der Klimakrise, Fragezeichen. Kommt vorbei, Carsten Schreb wird dabei sein. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Habt noch einen schönen Abend.